Ich das haben wir uns schon ein bisschen so ausgesucht. Bock. Oh mein Gott, das wird so großartig werden. Alter, die sind noch nicht mal da und sind schon fast alle tot. Also mein Chat und ich spekulieren gerade darüber, wie viele Sklaven ich haben sollte, die mir mit Palmblättern Luft zuwedeln. Und wir sind uns nicht einig, ob 3, 4 oder 5. Was würdest du sagen? Das sollte ich schaffen. Ja. Easy. Es ist sehr viel entspannter zu spielen als der zweite Teil. Ich habe noch gar keine Hochelfen gesehen. So, ich glaube, den Blutberg holen wir uns als nächstes. So. Da ist ja keine Garnison drin. Macht der Finsternis ver... Holen wir uns das, weil der Feind war da unten. Wir holen uns erstmal das. Infernius. Das geben wir auch wieder einem Vasall. Sterben. Niemand mag Elfen. Hä? Ich spiele hier Dunkelelfen. Ich liebe Elfen. Dankeschön, Buddy, für die 23 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Oh, ich muss aufpassen, wenn ich hier gegen Chaos kämpfe, generiere ich keine Seelen. Wüsste immer gern vorher, was ich hier drin bauen kann, weil manche von diesen globalen Gebäuden sind ganz gut. Aber ich mache es lieber erstmal wieder ein Vasall. Jetzt habe ich nämlich hier einen neuen Vasall erschaffen. Und dann lernen wir das hier auch mal eben. Wir haben gerade so viel Geld. Das gefällt mir gerade so gut. Bei mir ist auch ganz gut dabei, ja. Aber wie cool ist das mit diesen Regionsrekrutierungsmechaniken? In dieser Region, ich glaube, weil die Korruption so hoch ist, habe ich halt jetzt einfach eine 10% Chance, dass so eine super Late-Game-Elite-Infanterie schon immer bei mir rekrutierbar wird. Wo war jetzt nochmal Sigwald? Irgendwo hier eiert er doch rum, ja. Und eben diese Trolle, die ich jetzt noch gar nicht rein... Weil ich sie gar nicht so cool finde. Trolle sind stark, aber nicht so cool. Ich will eigentlich hier Wachtürme und Stadttunnel haben. Die brauche ich auch einfach wegen der Seuche von Nurgle. Weil das ist halt so, das ist so eine Randsache, wo die halt ankommen. Und ich möchte eher im steinernden Wald dann meine Fraktionen bauen. Das Graufelskap sollte in erster Linie einfach nur eine defensive Bastion werden. Weil da kommen die alle an und sind so, ah, hallo, übrigens, ich bin da. Oh, super, wir freuen uns. Wieso kann ich jetzt schon im Titanengipfel bauen? Ach, ich habe meinen Titanengipfel vollständig. Ich habe ja gar nicht mitgedacht. Eisenstachel gehört ja gar nicht dazu. Das ist ja eine andere. Daneben. Dann bin ich ja durch. Das ist ja ultra praktisch. Ja, schön. Dann bekomme ich hier noch Einkommen. Wie sind so deine Pläne gerade? Wo wirst du weiter expandieren als nächstes? Erstmal muss ich mir ganz schnell anschauen, was ich für einen Erlass mache. Jawohl. Ich glaube, wir wollen was für Kontrolle gerade erstmal haben. Na, Kontrolle plus 4 bringt uns nicht wirklich was. Dann gehen wir auf Wachstum. Wachstum ist immer schön. Also als erstes werde ich diese Dunkelelfenfraktion vernichten, die mit der ich da direkt im Zwiespalt bin. Also diese roten Schlangendinger, die da noch in Eisenstachel drin sind. Ja, die lösche ich nochmal aus, damit sich die nicht neu erheben. Und dann werde ich mich gegen Skoggy richten. Weil mit dem bin ich auch schon im Krieg, weil ich dem schon was abgenommen habe. Und der ist, glaube ich, momentan stärker als ich. Das macht mir so ein bisschen Sorgen. Hm. Aber ich fühle mich auch, also ich habe so ein bisschen Déjà-vu gerade zu unserer Total War Warhammer 2 Kampagne, weil ich da auch mit den Norska
Spaß hatte. So, jetzt bist du extra, ich bin ja jetzt da, wo du letztes Mal warst im Grunde. Und du bist extra ganz woanders hin und sind wieder Norska-Leute. Weil die jetzt extra dahin gesetzt wurden, um dich zu verfolgen, könnte man fast schon sagen. Oh, bin ich käuflich, Maurice? Ich glaube schon. Der bietet mir 2000 Gold für ein Friedensabkommen. Das ist geil. Und dann töte ich zuerst was anderes. Ja. Das Auge öffnet sich. Meine Taten haben die Aufmerksamkeit der Chaosgötter geweckt. Jetzt kann ich was... Okay, das sind jetzt irgendwie Buffs in verschiedenen Phasen, oder was? Ich krieg eine Armeefähigkeit, Asche und Staub. Was richtig viel Schaden macht. Kataklysmus des Todes. Ich... Krieg, Alter, halb so teure Zauber für 5 Runden? Ich kann meine Verbündeten kostenlos befehligen. Oder ich kann, neue Chaosgaben. Aber ich habe gerade gar keine Slots dafür. Ich habe die Zauberinnen, also das Gebäude für die schon gebaut, aber es braucht noch 2 Runden. Das braucht insgesamt 4 Runden, deswegen laufe ich gerade noch nicht mit Zauberinnen rum. Aber ich habe es nicht vergessen. So, Graufels Cup kriegt... Blödsinn. Graufels Cup kriegt ein Upgrade. Damit das hier am Rand gut befestigt wird. Und... kommen wir da durch. Ich weiß halt nicht, was in der Armee ist. Aber ich müsste doch eigentlich... Ich hab nicht genug Geld. Und ich glaube, mein Held braucht noch eine Runde. Lass uns doch einfach wieder eine richtige Arschgeige spielen. Und uns hier hinstellen und plündern. Na, wie gefällt dir das? Dass ich hier stehe. Komm, wir gehen noch einen Schritt rein. Um sie schön zu provozieren vor der Nase. Da wollen wir gerade noch nichts bauen. Ach doch, guck mal. Da ist Sabiot wieder da. Dann ist der doch wieder hier. Dann können wir ein Attentat auf den Meister probieren. Dann hätten die potenziell einen Krieger weniger zum Kämpfen. Das wäre geil. Und das ist ein Fehlschlag. Er kam zurück und er hat direkt wieder fehlgeschlagen. Was anderes habe ich irgendwie auch nicht von meinem Helden erwartet. Hallo, Darek. Konntest du dich schon von bei Maurice einlisten? Ich habe zu wenig Geld bis dato. Das kostet 3000 Gold, um das zu bauen. Sehe ich noch mal, was die... Ich bin ganz kurz auf der Toilette. Ich bin gleich wieder da. Jawohl. Ich habe derweil jetzt hier zu überlegen. Ich habe jetzt hier 2 Ziele zur Auswahl. Ich kann direkt zur nächsten großen Festung marschieren. Solange ich diesen Buff habe für 5 Runden, dass ich diesen Superzauber, der hoffentlich gut ist, machen kann... Und hoffen, dass mein Verbündeter das hier schafft, den Blutberg zu nehmen. Aber eigentlich ist es auch sehr gewagt, diese Armee hier sonst hier zu lassen. Aber ich kann auch eigentlich beides machen. Ne? Ich bin eigentlich in fünf Runden bin ich auch gut da. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, schon einen zweiten Krieg zu erklären, während der erste noch da ist. Ich meine, der ist halt nicht so stark und eigentlich geht der hier hin. Ich meine, der hat keine gute Armee, muss man dazu sagen. Der hat eine bessere Armee hier, weil da ganz gute Korneinheiten mit dabei sind. Aber eigentlich, ich vertraue jetzt mal auf Halftor Mammutreiter. Komm, ich habe hier auch eine Garnison. Wenn der hier Stress machen will, der kommt auch gar nicht in einer Runde zu meiner Festung. Ich versuche darüber zu schreiten. Und die verdrehten Türme mir zu holen. Und damit wir auch hier noch sicher sind, tue ich diese beiden Chaos-Barbaren-Reiter, weil das ist eine Schrotteinheit, haue ich noch weg. Und setze einen Troll stattdessen rein. Und... noch einen Jagdstreitwagen.
Weil wir sind viele Streitwägen jetzt inzwischen. Aber dann verschwende ich die auch nicht. So. Schau mal, was passiert. Halftor, Mammutreiter, ich habe jetzt viel auf dich gesetzt. Oh. Ja, das ist natürlich jetzt suboptimal. Jetzt greift Hellebronn uns an. Sie ist die drittstärkste Fraktion der Welt. Und sie ist direkt benachbart. Dann gehen wir jetzt doch wieder zurück und hauen den noch weg und hoffen, dass die uns erstmal in Ruhe lassen. Es wird, könnte schwierig werden. Ich glaube, die ist ziemlich fies. Also da, die Stadt wird sie uns wahrscheinlich relativ gut jetzt abnehmen können. Ich muss Beistand erbitten und dann ist Pia auch im Krieg, weil ich muss halt meine Verbündeten rufen. Es ist blöd, dass ich die nicht irgendwie manuell machen kann. Wobei, muss ich Beistand erbitten, ist mein Vasall automatisch im Krieg mit ihr dann auch. Weil Pia muss ich da eigentlich nicht unbedingt reinziehen mit. Eigentlich ist doch alles, was mir Krieg erklärt, müsste doch automatisch dabei sein, ne? Also bei meinen Vasallen. Oder ich kann ihn nach immer noch rufen. Ja, wir machen es erstmal so. Nee, die sind auch tatsächlich. Ja, die sind automatisch drin. Ihr habt recht. Sehr gut. So. Ich war taktisch klug. Ich habe was Effizientes gegen die Hitze gemacht. Ich habe mir Eiswürfel geholt und trinke jetzt kalte Cola. Geil. Mir hat derweil Hellebronn den Krieg erklärt. Oh, warum das denn? Ich weiß es nicht. Weil sie scheiße ist. So, Halftor Mammutreiter ist einfach eingestampft worden. Okay, das war jetzt natürlich nicht ganz, was ich mir von dir erhofft hatte. Aber... Ja gut, die hauen wir halt jetzt noch weg. Das ist ja nicht das Problem. So, ich habe dreckige Skaven, die Sachen mit mir besprechen wollen. Die wollen militärischen Zugang haben. Ja, warum nicht? Die bezahlen das. Geld ist Geld. Geld stinkt nicht. Geld stinkt nicht. Nö. Ja. Ich habe eh das Gefühl, dass Dunkelelfen generell ein bisschen Geld fixiert sind. Deswegen passt das schon ganz gut. Ja. Blood for the Blood God DLC wurde gerade auf den 23.08. über Trailer angekündigt. Oh, ach, endlich schön. Blut. Endlich Blut. Erheblicher Erfolg. Das hat jetzt funktioniert. Das gefällt uns. So. Und die Frage, die sich mir halt stellt, wenn ich das jetzt wieder umrenne. Genau, wir machen jetzt den gleichen Spaß wie vorher. Wir umkreisen das wieder. Und dann schauen wir, dass wir die da langsam stückchenweise austrocknen. Wie ein Fisch am Land. Sonst geht's mir gut. Ja, klingst so, ja. So, Sildras Tor kriegt seinen Level Up. Oh, ich freue mich. Nächste Runde kann ich eine Hexe rekrutieren, also eine Zauberin rekrutieren. Nun, das ist Geld von Skaven. Es könnte eventuell etwas nach nassem Fell riechen. Dann waschen wir es in Blut. Ja. So, ich muss jetzt hier halt tatsächlich mal schauen, wie wir hier mit Hellebronn klarkommen. Macht die so viel Stress? Die ist halt Stärke Rang 3. Schaffst du es, sie nicht... Also, warte mal, ich kann sie ja auch rekrutieren, wenn sie zerstört wurde als Fraktion, oder? Ich weiß es, ich glaube nicht. Wenn sie zerstört wird, du musst sie schon konföderieren, glaube ich. Oh, jetzt machst du mir da so einen Stress. Die hat mir den Krieg erklärt!
Ja, dann bemühe dich dagegen. Ich bin der Unschuldigste. Boah, die hasst mich, ihr des Todes, ey. Holy shit. Die hasst mich richtig. Nur Malus Düsterklinge, der hasst mich noch ein bisschen mehr. Krieg ich bei denen was rein? Nee, mit denen kriege ich auch nichts geklärt. Aber die mögen mich stückchenweise immer mehr. Die da oben mögen mich auch stückchenweise immer mehr, aber die werden wahrscheinlich weg sein, bevor irgendwas geht. Kann ich noch mit irgendwem handeln? Wir ziehen nicht handeln. Mit dem kann ich nicht handeln, dem kann ich nur Geld geben. Nut. Das war jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Die Krag wirst du wahrscheinlich jetzt demnächst ausrotten, oder? Jetzt muss ich mich erstmal ganz um Hellebronn kümmern. Okay. Nur, dass ich Bescheid weiß, wo ich meine Energie reinstecke und meine Ressourcen und alles. Warte mal, Hexer der Schatten haben wir, glaube ich, schon. Ne? Dann will ich lieber was anderes. Der ist... Ich hätte eine Frage, gerne davon ignorieren, wenn das off-topic sonst unpassend ist. Ich habe einen Kommentar gelesen, in dem gesagt wurde, dass es Transmenschenpersonen und nicht Transmenschenpersonen heißt. Wobei letzteres sogar beleidigend gleich. Diskriminierend sein soll. Stimmt das? Ich habe auf Anhieb nichts gefunden, warum das beleidigend sein soll, nur dass beide Schreibweisen nehmen existieren. Warte mal, ich mute mich ganz kurz raus. Um das Ganze ganz simpel runterzubrechen, Panumus, weil wir ja jetzt gerade in einem Follow-Stream sind und das ein eigenes Thema ist. Es geht prinzipiell darum zu verstehen, dass trans einfach nur ein Adjektiv ist und keine... Also, dass du quasi trans als Adjektiv wahrnimmst und nicht als irgendeine andere Gruppierung einer marginalisierten Gruppe, die auf das runterreduziert wird. Es ist wie eine große Frau, eine blonde Frau, ein muskulöser Mann, ein was weiß ich was, so trans ist einfach ein Adjektiv und deswegen schreibst du es getrennt und wenn es quasi in einem geschrieben wird, dann kommt das halt aus einer Ecke vom Verständnis her, wo Transpersonen als für das, also auf das Transsein runter reduziert werden und das quasi zu ihrer einzigen Existenz gemacht wird, weil sie dann quasi nicht mehr in die Gruppe der anderen Personen reingelesen werden, sondern ihre eigene Personengruppe bekommen. Das ist einfach eine Feinheit im Verständnis, die sich darauf halt aufbaut, dass Transpersonen über Jahrzehnte schwer diskriminiert wurden und es super viele problematische Gruppierungen und Bezeichnungen halt für sie gab, die sie super krass exkludiert haben. Deswegen trans einfach als Adjektiv benutzen und damit tut man niemandem weh und hilft einfach zu verstehen, dass es lediglich eine Beschreibung ist und keine weitere Gruppifizierung. Genau, es ist einfach, Transfrauen sind einfach Frauen so und trans ist ein Adjektiv und es ist nicht eine neue Gruppe von Frauen oder andere Frauen oder die richtige Frau, es ist einfach nur eine Beschreibung für eine Frau und deswegen ist es einfach nur zu sagen, wenn du Transfrauen zusammenschreibst, dann machst du Transfrauen, dann exkludierst du sie aus der Gruppe der Frauen. Dabei sind Transfrauen einfach Frauen. So. Darum geht's. Und das merkt man halt mit so Kleinigkeiten, was einem so im ersten Moment gar nicht auffällt, aber natürlich für Betroffene unfassbar wichtig ist und natürlich auch deswegen wichtig ist, weil solche Feinheiten halt benutzt werden, ganz gezielt, um Menschen zu exkludieren. Ist trans als Präfix nicht eigentlich immer abgekürzt für andere Adjektive wie transnational? Nö. Trans ist tatsächlich mittlerweile ein eigenständiges Wort und Adjektiv, das sich so etabliert hat für Transgender-Personen und tatsächlich sogar mittlerweile so im Duden steht. Dankeschön, Polisa, für die 11 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. So, ich müsste jetzt eigentlich... Okay, doch nicht. Das ist schnell erledigt hier. Und mein tapferer Vasall... Ah, nicht schlimm, Lena. Ich wurde nur wegen der Schreibweise gefragt. Möge diese Siedlung nehmen. Kein Problem, Panunus.
Ich erkläre gerne. Und cool, dass du gefragt hast. Sowas finde ich mega nice. Wenn man einfach, wenn man was quasi nicht versteht, einfach mal nachfragt. Das ist mega gut. Dankeschön, Mirio, für die 2 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. So, ich bekomme jetzt eine Hexe. Ja, ich auch, nämlich Hellebronn, die in meinem Gebiet ist. Möchte ich eine Bestien, eine Tod, eine Dunkel, eine Feuer oder eine Schattenzauberin? Ich finde, Schatten klingt mega cool. Also Schatten als Beschreibung ist halt, die meisten Zauberinnen Gronds lauern in der Dunkelheit. Doch manche wandeln nahe dem Licht und wirken Trugbilder, die grausame Visionen erzeugen und Jäger und Gejagte gleichermaßen täuschen, auf dass sie der begehrten Seelen habhaft werden. Klingt schlimm. Das klingt mega gut. Ja doch, das klingt sympathisch. Finde ich auch. Dann könnten wir so noch in grausam oder in wissend spielen. Andere leiden zu lassen, sich an ihrem Schmerz zu laben, ihre Pein ganz nach Belieben zu vergrößern, das ist Macht. Einkommen durch Ausrauben von Siedlungen, Einkommen durch Überfälle. Alter, das klingt großartig. Willkommen in der Familie, Murdredesa. Und die Armee ist zum Glück komplett im Arsch hier. Geil. Man kann immer noch, glaube ich, hier Stress machen. Im Blutberg. Geil, und ich habe gerade mein Bernstein-Amulett freigeschalten für Morati. Wundervoll, das heißt, so machen. Der kann ich jetzt das aufsetzen. Sigwald geht hier rüber und der geht dahin. Weil der ist eh nicht stark genug. Um mit denen noch aufzuwischen und verstärkt sich dann schrittweise dort. Das ist, glaube ich, gut. Ja, das ist richtig. Und hier setzen wir jetzt den Verteidigungserlass rein. So. Und werden diese Festung aufgeben müssen, aber danach. Ich bin so reich. Jetzt nicht mehr. Alles ausgegeben. Alles ja, ausgegeben. Ich habe in Quintex gerade mein Wahrzeichen ausgebaut. Die Gewölbe von Quintex. Das ist ein bisschen teurer. Verstehe. Aber es ja, ist eine wo muss das Geld ja auch hin? Ja. Es ist ja, das also, bevor es die Inflation frisst, ne? Inflation in dem Spiel brauchen wir echt nicht. Nee. Ich glaube, Orgrim Gunnarsson mit seinen 5 Barbareneinheiten wird leider die Stadt nicht gegen Hellebronns Armee ausreichend verteidigen können. Er ist zwar ein großer Held, er kommt nicht mal rechtzeitig an. Sie belagert jetzt. Na, man muss an der Stelle aber halt auch sagen, man könnte versuchen, ihre Schönheit zu huldigen und sie dadurch zu motivieren, erstmal wen anderen niederzumetzeln. Wobei ich mir ja, halt bei Hellebronn nicht sicher bin, ob du sie damit nicht auch noch antörnst und sie dich dann erst recht tötet. Na, ich glaube vor allem das Problem, das ist literally eine diplomatische Option für jede Fraktion im Spiel außer Sigwald. Weil dann müsste er ja einräumen, dass jemand anderes auch schön ist. Oh. Na, ja, aber ja auch nicht. Schön geht ja, oder? Es geht nur nicht schöner. Ja, aber ich glaube, er würde es nicht über sich bringen, in die Huldigung zumindest die Implikation einfließen zu lassen. Hey, ja. Hellebronn, du bist wunderschön, tolle Frau. Du bist vielleicht sogar das zweitschönste Wesen auf der Welt. Wäre ja auch eine mehr, Lüge. Mehr ging, glaube ich, nicht. Und ich glaube, damit kriegt er sie nicht. Also wäre ja auch eine Lüge, weil wir alle wissen, dass Morati davor noch in der Liste ist. Ja, das stimmt, aber ich glaube, Sigwald, dass die Lüge könnte er machen. Aber die Lüge, dass Hellebronn schöner ist als er,
Die schafft er nicht, ja. Ja, nee. Ah, das ist schon wahr. Das ist schon wahr. Ich habe wieder eine Story-Mission bekommen. Prinz Sigwald ist nicht begeistert. Der Schlachtfeld... Oh, mach erstmal du das. Das Schlachtfeld ist sein Spielplatz, wo sein dunkler Vater sich an den schrecklichen Taten seines Sohnes erfreut. Doch es ist auch ein Ort voller Elend und Schlamm, Blut und Gestank. In jeder Schlacht muss Sigwald umständlich widerlichen Schmutz von seinem ansonsten makellösen Rüstwerk entfernen. Sei es Dreck oder das Lebensblut seines letzten Opfers. Glücklicherweise konnte Sigwald einen Kriegsherrn des Chaos ausfindig machen, der eine glänzende barocke Rüstung aus verzaubertem Gold trägt, der weder Zeit noch Schmutz etwas anhaben können und den eine warme und wohlduftende Luft umgibt. Der güldene Prinz weiß, dass er diese Perfektion in Form und Funktion erreichen muss. Also ich will jetzt halt literally, ich will jetzt jemanden umbringen, um seine Rüstung zu nehmen, weil sie die magische Eigenschaft besitzt, in der Schlacht automatisch sauber zu bleiben. Ja. Das ist jetzt meine Story-Quest. Das bin ich. Das ist Sigwald. Geil. Was für ein Typ. Ich find's großartig. Er ist der größte Held aller Zeiten. So, wir haben jetzt derweil diese Fraktion wurde sogar vernichtet. Das heißt, wir müssen uns hier überhaupt keinen Stress mehr machen. Geil. Was ist hier eigentlich für eine Fraktion? Das ist so eine komische Ziehfraktion, die nur dieses Gebiet hat. Oder die machen wir später auch noch platt. Immortal kommt Anfang nächster Woche für alle, Isinios. Sigwald, das ist aber gut, was Frechdachs Kittal schreibt. Sigwald ist der schönste Mann. Aber es kann doch auch schöne Frauen geben, oder? Das stimmt, wenn er das macht, ja. Ja. Also du müsstest einfach nur sehr explizit sagen, nicht das schönste Wesen, sondern die schönste Frau. Und wenn du das sagen würdest, ne? Das stimmt. Das könnten wir machen. Nehmen wir halt jetzt hier, wenn ich durch diese Gebiete gehe, ständig noch diese Auserkorene des Chaos mit, weil hier alles korrumpiert ist und das gebietsabhängig ist. Also ich kann aus jedem Gebiet immer einen mitnehmen. Das ist eine echt interessante Mechanik, die dich ein bisschen ermutigt, so hin und her zu ziehen. Ja, Orgrim Gunnarsson hat leider auch die Verteidigung aufgegeben. Er hat sich jetzt hier wieder verschanzt. Auf dich ist nicht ganz so Verlass, Orgrim. Was würde Gunnar dazu sagen, dein großer Vater? I am contemplating killing you, so time is of the essence. Jetzt bieten die mir da schon wieder ein Friedensabkommen an. Nope. Nope, nope. Nope, 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 nope. Ui, da gab's gerade... Opfer für Machlan, Hagref kommt jetzt mit, ne? Ja, Boten. Ich finde das nicht gut. Bote, 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 Bote. Show no. For the Witch King. Claim this place. So. Ich habe die erste Geil. Fraktion vernichtet. Weg damit! Das ist tatsächlich sehr schön, dass wir das jetzt wegbekommen haben. Morati hat tatsächlich eine Fähigkeit, in der sie Heldenrekrutierung Zauberin in allen Provinzen freischalten kann. Das ist ja cool. Und man bekommt bei der Rekrutierung +2 auf Zauberinnen, fraktionsweit und eine Heldenkapazität +1 für Zauberinnen. Das ist actually echt geil. So. Verbesserungen machen. So, weil die sind jetzt schon mal, nee, immer noch nicht. Rang 5, weil ich vergesse das immer. Rang 5 brauche ich. Aber wir sollten tatsächlich schon mal... Weil ich glaube, Hellebronn hat, glaube ich, jetzt erstmals auch ein bisschen Kavallerie und so, oder? Nee, man weiß es gar nicht.
So. Aber ich kann ja mal... Dann sehe ich nämlich, was sie hat und dann breche ich einfach wieder ab. Nee, sie hat wirklich... Die Armee ist gar nicht so stark von ihr. Danke schön, Ramsan. Einen Trupp Reiter und sonst ist alles nur Basic-Einheiten. Ich glaube zu 8 zu Ripanto. Das heißt, wir haben es jetzt nicht ausprobiert, aber sollte mit gleich vielen gehen wie generell die Multiplayer-Runde. Die Armee, glaube ich, die ist nicht stark. Das Menü gibt es auf jeden Fall her, so wie es aussieht. Die haben ja Panzerung und Schild, das heißt... Wir müssen ja eigentlich, wenn dann quasi... Also wir spielen ja jetzt sowieso unseren Run, aber wir müssen ja eigentlich auch nochmal im September Johnny anhauen, ne? Und wieder zu dritt spielen. Jetzt, wo wir auch Immortal Empires zu dritt spielen können. Das stimmt. Es gibt so viel, was wir machen müssen. Ja. Ja, ist ganz schlimm. Das ist wundervoll. Es gibt so viele gute Spiele gerade. Es macht mich so glücklich. So, Wachtürme wollen wir hier haben. Damit Graufels schön stabil wird. Mächtig und stabil. So, was können wir denn rekrutieren? Ja, hier erstmal gar nichts, ne? Weil wir halt hier in Eisenstachel sitzen und das jetzt nicht unbedingt der Mittelpunkt der Welt ist, um das so mal vorsichtig zu formulieren. Ich muss Sklavenställe bauen. Wo sind denn Sklavenställe? Bestimmt irgendwas hier hinten. Da, Sklavenställe. Das muss ich jetzt auf jeden Fall auch noch bauen, dann kriege ich auch eine schwarze Arche. Ja, ich bin ultra happy, Geradior. Ich find's großartig. Das macht unfassbar viel Spaß. Hallo, Schnektor. Die einzige Frage bei mehr als 2 in Total War ist die Stabilität. Ist immer roulette. Ich hatte damit echt nicht so viele Probleme. Dankeschön, Shorty, für die 23 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Die Armee kann ich mir eigentlich nicht wirklich leisten. Mietkrise gelöst mit Sklavenstellen. Ja. Also. Und Dankeschön, Shorty. Ich weiß nicht, ob ich den auch noch hier runter bewegen will, ob der sich schon mal einfach bereithalten soll, um hier dann Krieg zu führen. Eisenstachel soll nicht der Mittelpunkt der Welt werden. Ich gehe fast mit dem lieber schon mal dahin. Wir haben Quintex. Quintex ist schon sehr, sehr gut, was das angeht. Aber ich müsste jetzt in der Lage sein, die Schlangenbitches zu rekrutieren. Wenn ich mich nicht vertan habe. Ich muss dafür nur wieder ins Quintex-Gebiet. Oh, sie hat noch eine Armee. Okay, das ist dann ein Problem. Sie hat extra noch eine Armee hingebracht. Oh. Ich sehe nur, wie Haganev oben im Roster live geht. Ich sehe, die Frau ist 4-mal stärker als ich und im gleichen Atemzug kommt, oh, sie hat noch eine Armee. Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Das müssen wir nicht kämpfen, das ist Zeitverschwendung. Laufen Sie um Ihr Leben. Jetzt hat sie mir halt leider eine Stadt genommen. Jetzt bin ich im Minus vom Geld her. Muss ich irgendwie probieren, dass ich diese Armeen entzerre und eine angreife. Oh, die Waldelfen-Zwillinge melden sich bei mir. Die Waldelfen haben mir den Krieg erklärt. Ich würde dich damit reinziehen in den Krieg. Ja, klar. Blabs, die Kriegshörner. Naja. Weiß ich jetzt nicht so. Nee, die Sklaven haben mehr Funktionen bekommen, Hanem, tatsächlich. Also, die Basis ist immer noch da, dass man quasi Sklaven macht, wenn man kämpft und das wie eine Einheit genutzt werden kann. Aber du hast eigene Sklavenerlasse. Und für mein Gefühl, von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, wurde die Sklavengeschichte massiv gebufft. Die ist jetzt viel nützlicher. Du kannst viel mehr coolen Kram damit machen. Haben wir auch noch eine Rebellion? Das kann doch nicht sein. Pia spielt ihre All-Time-Favorite-Fraktion, ja. Wie könnte es denn anders sein? Ich bitte euch. So, Graufelskap, genau.
Aber wir können hier in Sildras Tor, genau hier, können wir ja jetzt eigentlich eine Sklavenstelle bauen, oder? Na, wobei, hier würden uns die Ressourcen auch erstmal mehr bringen. Die da schön Wein machen. Der muss leider hier hoch, der muss hier für Ordnung sorgen, wenn jetzt hier auch gleich noch eine Rebellion kommt. Das geht leider gerade gar nicht anders. Dann... Haben wir dann eher hier... Bewegungsreichweite auf Kampagne plus 15% für eigene Armeen, die Runde in dieser Region beginnen. Wachstum plus 5, Einkommen aus Handelszöllen. Dass schwarze Straßen zu bauen in einer Stadt, die einen Hafen hat, macht Sinn, oder? Weil ich habe ja über den Hafen, habe ich ja meinen Handel. Das heißt, Einkommen aus Handelszöllen müsste ja eigentlich alles in diesem Gebiet auch triggern, weil der Hafen da drin ist, oder? Eigentlich schon, ja. Und dadurch, dass ich auch den Hafen da habe, Einkommen aus allen Gebäuden, lokale Provinz, bufft das ja da auch dann rein. Also es klingt für mich logisch, deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt so ist, aber ich tue jetzt einfach so, als wäre es so. Und so, wir müssen jetzt hier mit klassischen Hinterhaltstrategien arbeiten gegen diese Dunkelelfen-Schäbigkeit, die hier auf uns zurollt. Dunkelelfen-Schäbigkeit. Ja, aber ich meine, das ist so eine richtig gammelige Armee, die hier haben. Also mit richtig viel Bogenschützen leider, was ein bisschen nervig ist. Also Armbrustschützen, ich vergaß. Immerhin sind unsere Verbündeten wieder gut aufgefüllt. Halftor Mammutreiter und Erikssons Nagrisson werden schon gemeinsam hier gut am Start sein, hoffe ich. Also mit den Sklaven ist halt so, du hast jetzt hier auf der Seite hast du noch extra Sklavenbefehle. Die machen nicht so viel Geld zwangsweise, halt auch. Aber die machen halt vor allem Map-Control. Also ich kann hier einfach zum Beispiel das finde ich halt mega crazy. Du opferst 200 Sklaven und bekommst 5 Runden lang Kontrolle plus 20 in dem Gebiet. Das ist halt... Das ist krass. Das ist halt mega strong. Also plus 20 ist, da kommst du eigentlich gegen jeden Kontrollmalus klar. Das hatte ich vorhin auch schon. Du musst halt, also was du dir alleine sparst an Mobility, wenn du halt einfach dadurch deine Kontrollprobleme löst. Und 200 Sklaven ist ja nix. Wenn du die ganze Zeit am Kämpfen bist, ist das halt wirklich gar wieder nichts. Wieder mal out of context, Shurioka. 200 Sklaven ist ja nix. Ja. Wenn du dir einfach weg, was du dir an Mobilität sparst, ey. Ah, die Effizienz. Ja, komm, 200 Sklaven gegen 20 Kontrolle für 5 Runden ist ja absolut crazy. Also, ja. Das ist halt schon eine anders wilde Sache. Also, finde ich halt ultra strong. Ist halt, ja, das ist jetzt nicht so viel Kohle, aber also, du verdienst ja so oder so mit Dunkelelfen genug Geld. Ich finde, das ist halt eine mega geile Funktion, die halt einfach stark ist. So. So, also, ich weiß jetzt, dass der jetzt hier im Hinterhalt ist. Ja, Kontrollmalus ist ultra stressig. Das ist absolut. Und viel schwächer ist als ich. Wir könnten vielleicht in diesen Hinterhalt auch einfach absichtlich reinlaufen, um diese Armee abzufischen. Das wäre riskant. Aber diese Armee allein ist ja viel schwächer. Wenn Hellebronn da oben alleine rumeiert, ist das ja gar nicht so blöd eigentlich. Was meint ihr? Sklaven sind auch nur Menschen. Das stimmt nicht. Also gerade die Dunkelelfen sind besonders gut auch darin, Saurusse als Sklaven zu halten. Nicht das alle stimmt. Sklaven sind Menschen. Ja. Ich glaube, so von der Lore her haben Dunkelelfen sogar mehr Spaß damit, Saurusse oder potenziell Hochelfen als Sklaven zu halten als Menschen. Weil ich meine, Dunkelelfen hassen generell, naja, was heißt hassen? Sie hassen nicht unbedingt. Sie glauben halt einfach nur, dass sie besser sind als alle. Aber das tun Hochelfen ja auch. Also ich glaube, das ist generell so ein Elfenproblem. Ja. Tschüss, Dori. Danke fürs Reinschauen und ich wünsche dir noch einen entspannten Nachmittag. Ist mich hier ernsthaft nicht mit ran? Sklaven sind auch CO2-neutral. Oh Gott. So. Wir laufen in dieses Gebiet zurück.
gehen? Muss ich doch hier hinkommen. Und jetzt können wir hier... Ah, die Stadt kann nicht an, doch, oder? Ja, doch, ja. Entscheidend. Ah, ich wollte gerade drücken. Maurice, du hältst es uns vor. Es tut mir leid. So nah und doch so fern. Ich habe gerade meine erste Blutqual-Medusa gebaut. Und eigentlich finden wir die Korsaren der schwarzen Archen besser als die Dunkeldornen, ne? Frage. Dafür habe ich jetzt nicht mehr lang genug Dunkelelfen gespielt. Bestimmt. So, jetzt, ich werde jetzt mal in diesen Hinterhalt einfach reinlaufen. So, wie? Der müsste doch hier sein. Hä, warum kann ich die nicht zusammenlegen? Okay, das ist ein bisschen blöd. Ach, war das nicht mit Steuerung? Dass man Sachen mit Steuerung zusammenzieht? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Was meinst du mit zusammenziehen? Ah, ich muss es gedrückt halten. Okay. Und dann geht's. Das ist ein bisschen blöd. Ich wollte jetzt eigentlich in diesen Hinterhalt rein und der wurde einfach nicht getriggert, obwohl die Armee hier stehen müsste. Jetzt kann er mich nächste Runde wahrscheinlich angreifen. Das ist ziemlich ärgerlich. Was ziemlich doof ist, ja. Hm. Das ist echt blöd jetzt. Ja. Ja, das ist jetzt mega doof. Nee, das war jetzt richtig ungünstig. Ich habe ja gar keine Quests gerade. So, kann ich dir noch irgendwie sagen, dass du Abfall helfen sollst? Gehen wir einfach richtig auf den Sack hier. Doch, da müsste eigentlich eine Quest sein von mir. Doch, da. Nicht, dass er noch hier dran war. Ah, das ist mega blöd, war das jetzt. Reißt folgende Siedlung nieder oder raubt sie aus? Warum werden mir die nicht angepinnt gerade? Ah, da unten. Da unten ist das. So. Dankeschön, Mibaim, für die 17 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. So, das wird jetzt richtig unschön hier. Da habe ich mich jetzt richtig blöd reinmanövriert. Das kriegst du schon hin. Ich dachte, dass die KI diesen Hinterhalt dann triggert und dann kann ich die eine Armee bekämpfen. Jetzt muss ich gegen beide kämpfen. Also meine Armee ist ziemlich stark. Mal schauen, was das jetzt wird. Was macht sie? Ah, sie kommt. Nee, sie macht das jetzt. Ah, das wird unschön. Entscheidende Niederlage, sagt er mir. Oh Gott. Das ist richtig blöd. Ich kann mich auch nicht zurückziehen, weil der noch im Marsch ist. Ah, das ist richtig scheiße. Ah. Das werden wir trotzdem kämpfen müssen, um so viel Schaden zu machen, wie geht. Aber wir werden das verlieren. Das klingt nicht gut. Nee, das ist richtig, richtig scheiße gerade. Das war so blöd. Weil ich dachte, ich krieg diesen Hinterhalt halt dann. Also die Armee ist ja offensichtlich auch direkt hier, ne? Die hat sich nicht mal... Ich wusste gar nicht, dass die KI Hinterhälte einfach dann nicht machen kann. Bin ich jetzt hineingelaufen. Mal schauen. Er kommt halt jetzt erst Schritt für Schritt.
Aber Hellebronns Armee ist die Hauptarmee, die ist schon da. Ich würde dir wieder die Streitwägen geben. Und diesen einen Zauberer vielleicht. Der ist nämlich inzwischen auch beritten. So. Und wir sollten, denke ich, versuchen, relativ viel jetzt direkt anzugreifen. Weil Hellebronn. Ach, der hat ein Pferdchen jetzt. Die zweite Armee kommt nämlich von woanders. Wir haben ziemlich starke Nahkämpfer auch. Also wir laufen rein. Ja, weil sie haben weitgehend Bogenschützen. Ja, das finden wir aber auch also, nicht gut. Ja, also seine Armee ist nicht gut von der Komposition her. Deswegen. Seine Armee vom Gegner? Ihre, oder? Ihre, genau. Nee, unsere ist gut. Unsere hat ziemlich viele auch schon Elite-Infanterie und so. Und sogar ein bisschen Artillerie. Und natürlich den großen Sigwald persönlich. Den großen Sigwald persönlich. Das heißt, genau, wir sollten jetzt, glaube ich, wirklich einfach rein und gucken, dass wir da so viel wie möglich wegkriegen, bevor die Verstärkung in 2 Minuten kommt. Mal schauen. Bist du bereit? Ich bin bereit, soweit man bereit sein kann. Genau, die wissen nämlich auch Bescheid und fliehen. Alter. Wir haben halt nicht viel Zeit, ne? Ja, ja. Ich habe mich da richtig schön durchgewurschtelt. Zwischen den Speerträgern. So, ich werde mit Sigwald auf Hellebronn gehen. Wir werden sterben, ne? Ja, ja, werden wir. Das war ich wollte nur noch mal sicher gehen, dass dir das auch bewusst ist. Nee, das ist keine Schlacht, die wir gewinnen können. Oh. Und Sigwald ist auch schon platt gemacht worden von Moradin. Ja, dein von Held ist deswegen gerade gebrochen. Das ist extrem scheiße, weil ich den eigentlich gerade brauche. Ja. Aber der einfach gerade gesagt hat, na gut, wenn Sigwald geht, dann bin ich auch nicht mehr anklickbar. Ja. Nee, das war richtig blöd von mir. Ich dachte halt, ich krieg diese Armee da getriggert. Und hab nicht kapiert, dass die KI einfach den Hinterhalt verweigern kann. Und dann halt mich natürlich in die Zange nimmt. Das war mega dumm. Komm, gib mir den nochmal. Komm, sammel dich nochmal, bitte. Ich brauche ihn noch einmal. Komm, ich will noch einmal dieses Pendel da reinschmeißen. Komm schon. Hellebronn ist irgendwie auch mächtig as fuck. Ja, Hellebronn ist ultra stark. Die ist, also mit der möchtest du nicht im Nahkampf kämpfen. Die war ja gleiches Level wie mein Held. Ja, also die ein zieht Level dich höher. Aus. Die zieht dich aus. Das ist, die geht mit dir spazieren. Total krass. Die macht dir auch die Windeln, auch wenn du keine trägst. So, das ist halt. Wir die ist mal, so ein bisschen wie Vlad heißt der, glaube ich. Vlad von Karstein.
der halt auch einfach nicht tötbar ist, so ab dem Punkt. Und Hellebronn ist ähnlich von dem, vom Feeling her. Du hast da eine Einheit, die nicht kämpft. Trolle, die stehen da nur rum, die könnte ich gebrauchen. Ja, ich schick sie. Dankeschön, Membalm, für die 17 Monate und Salem für die 9 Monate. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Danke, danke, danke schön für den Support. Jetzt, ja, wollte gerade sagen, jetzt krieg dich wieder ein. Wir haben einfach keine Zeit, jetzt pisst zu sein. Mach hier einmal Pendel rein. Ja, siehste, geht doch. Dass wir die zumindest hier down bekommen. Ja. Auf der Seite hier. Erbelze, da sind unsere tapferen Krieger weg. Ah, das tut echt weh. Das habe ich vor allem so blöd gemacht einfach. Mega dumm. Nein, nein. Komm zurück. Sie rennen alle weg, sie rennen alle weg. Nur diese schade. Artillerie hier steht noch. Die ist hallo noch ein bisschen Frank, rein. Hallo Dragon und hallo MC. Aber weiß jemand, was sind denn die Mechaniken für diesen KI-Hinterhalt nochmal? Warum ist der jetzt nicht ausgelöst worden? Also sagt die KI dann, ich will nicht? Oder, weil ich stand ja genau da, wo die Armee war, wie wir jetzt ja gerade gesehen haben. Die hat ja direkt verstärkt. Ich hätte halt gedacht, ich krieg die damit ausgelöst. Das war ja der ganze Plan. Oder kann die KI dann eben einfach sagen, nee, ich sehe den Hinterhalt, aber ich entscheide ihn nicht auszulösen. Ich möchte jetzt echt nicht diese Besatzung hier von dieser Artillerie sein. Ich finde, ehrlich gesagt... Ja, doch. Chaos-Zwerge. Doch will ich, weil wir leben in einer Welt, in der es Götter gibt. Und ich glaube, wenn du zu der Besatzung von dieser Artillerie gehörst und hier als Einziger noch stehst und schießt, wenn es irgendjemanden gibt, der von seinen Göttern oder Götterdämonen gelobt wird, das stimmt. Nach dem Tod, dann werden das diese Handvoll Zwerge sein, die hier stehen und als Zwerge dastehen und sagen, scheiß Spitzhorn-Goblins, vor Elfen laufe ich nicht weg. Das stimmt, das stimmt. Ja, das, die werden jetzt auch dafür bestraft werden. Hallo Kaljukin und dankeschön Xela für die 15 Monate und ganz viel Spaß hier weiter. Dankeschön und hallo Lenetic. Peitschenkriegerinnen. Ja, gibt schlimmere Wege zu sterben. Ich will Zwerge spielen. Ich habe ein paar Zwerge-Fans hier. Ja, ja. Ich merke schon. Knappe Niederlage ist ein bisschen arg nett berechnet, würde ich mal behaupten. Ja, das ist nicht günstig, dass die hier so krass am Start ist. Ich bin auch nicht sicher, wie ich die aufhalten soll. Also selbst, also ohne diesen Fail gerade eben, hat die halt einfach so, die hat halt hier zwei riesen Armeen und eine extrem mächtige Heldin. Die kann jetzt hier einfach durchwalzen. Das wird nicht so geil. Ach, die fliegt auch schon mit ihrer... Ja, die jetzt, ist schon auf ihrem Fichts drauf da. Ja, die ist gerade aufgelevelt, glaube ich. Alter! Meine Verbündeten sind leider auch komplett wertlos dagegen. Die verliert halt nicht mal Truppen, wenn sie meine Verbündeten niederwalzt. Das wird ein Problem da oben. Ja. Das wird ein richtiges Problem da oben. Also ohne dich jetzt stressen zu wollen. Ja, es ist mir sehr bewusst leider. Wenn die jetzt auch noch den Krieg erklären. Nee, sie wollen militärischen Zugang. Ich bin gerade nett zu allen. I speak for the Druki. What is it you desire? Nee, ein Schutzbündnis gehe ich nicht mit Ratten ein. Damit ich dann auch noch deren Kriege kämpfen muss. Ich habe gleich meine eigenen Probleme. Weil da jetzt gleich die Waldelfen auf mich zukommen.
Das wird stressig genug werden. So, die Norska wollen militärischen Zugang. Hä? Nee. Ich werde dir gleich den Krieg erklären, mein Freund. Eine große Migration erreichte unsere Grenze und die Flüchtlinge fliehen um Schutz vor großen Bedrohungen. Erlauben wir ihnen den Zutritt in unsere Lande oder weisen wir sie ab? Bei Migration bekomme ich Wachstum, aber weniger Kontrolle. Ja, hallo? Wachstum? Natürlich. Wachstum lieben wir. Eine Wirtschaft mit Wachstum ist eine gute Wirtschaft. Das stimmt. So. Jetzt müssen wir den hier halt irgendwie wieder hierher bringen. Das gefällt uns auch alles. Aber wir wollen hier im steinernen Wald. Irgendwo wollten wir jetzt unsere Sklaven-Dingsi bauen. Dafür habe ich nicht genug Geld für die Sklaven-Dingsi gerade. Schade. Aber dafür können wir hier den Weinberg bauen. Dafür hätten wir genug Geld. Ich werde hier abgemetzelt und du kommst irgendwie, baust Weinberge. Ja. Warum? Okay. Wo ist das Problem mit edlem Wein? Gar nicht, das ist alles, passt schon so, Pia. Also du musst ja, man muss ja an dieser Stelle einfach eine Sache hervorheben. Auch wir sind Handelspartner und auch deine Krieger, nachdem sie gekämpft haben, brauchen für ihre moralische Unterstützung im Krieg volle Krüge mit gutem, originalem Quintex-Rotwein. Okay. Das ist nur für die Moral deiner Truppen. Du wirst sehen, wie viel besser die kämpfen, wenn du ihnen Krüge voll Wein versprichst, wenn sie die Schlacht gewinnen. Du musst es nur richtig verkaufen. Ja, aber das Problem ist, wir gewinnen ja keine Schlachten gerade. Das heißt, wir haben von dem Wein gar nichts. Zu Pias Verteidigung, Sigwald hat schon mal eine Schlacht sausen lassen, um sich für schlechten Wein zu rächen. Das passt zu dem Charakter. Ja, ja. Ah komm, Maurice, sie baut auch gleich einen passenden Sklavenstall, eine tolle Unterkunft für dich aus. Nein, ich werde doch nicht Maurice versklaven, hallo? Nein, das mache ich nicht. Also, jetzt ist Hellebronn tatsächlich gerade ein bisschen wieder abgezogen. Das ist ja noch irgendwie okay. Zornige Götter. Das können wir uns aber alles leisten. Das ist alles gar kein Problem. So, hier sind wir am Rekrutieren. Dann sind wir damit auch gleich fertig. Und jetzt haben wir Geld, um die Sklavenstelle zu bauen. In Steinern Wald. Und wenn wir das gemacht haben und nochmal jetzt kämpfen, dann haben wir sogar genug für die Schwarze Arche. Und dann wird es jetzt Zeit, dass wir uns hier Skeggy holen. So, meine Dings hat nochmal einen Kampf bekommen. Ich habe jetzt auch das Pendel. Die hätte ich mir holen sollen, natürlich noch. Aber ich könnte hier jetzt auch nochmal handelstechnisch schauen. Was ist denn blöd? Ich hätte mir nicht die Trolle holen sollen. Die sind ja gar nicht so gut hier. Beings of great. Gut, gut. Also Hellebronn geht jetzt sogar wieder weg, aber die will sich wahrscheinlich auch nur regenerieren, bevor sie hier wieder weitermacht. Ich hätte echt gern diese Festung. Mit wem hat sie denn noch Krieg? Hat sie vielleicht noch ein bisschen Stress auch sonst? Das wäre ja gerade ganz praktisch. Welche Fraktion spielt Maurice da? Mein Spiel ist abgestürzt. Schönling. Bei mir steht wartet auf Spieler. Ja, ich bin einfach raus. Das ist nicht gut. Deswegen warte ich auf Spieler. Ja. Dann drücke ich. Ah, jetzt steht, dass du draußen bist.
Na gut. Aber es ist ja eh automatisch gespeichert mit jedem Start von jeder Runde. Deswegen ist ja nicht so schlimm. Hoffen wir. Wir werden es gleich sehen. Also normalerweise schon. Dun, dun. Der Client selbst hat Angst vor Hellebronn, wird geschrieben. Wenn ich der Client wäre, hätte ich auch Angst. Ja. Vor Hellebronn. Aber er spielt quasi den Prinz Charming. Sigwald den Prachtvollen, wenn ich bitten darf. Ich hab drauf gewartet. Ja. Leute, mir ist nicht schon wieder eine Ader im Auge geplatzt. Mir ist noch immer eine Ader im Auge geplatzt. Das braucht ein bisschen zum Abheilen tatsächlich. Also das ist, ich habe seit Korn hat versucht, Macht über mich zu bekommen und mich einzunehmen. Und Korn ist gescheitert, denn ich bin eine Tochter Slanish und deswegen wird mein Auge langsam weniger rot. Hoffentlich wird's nicht lila. Ich möchte auch nicht unbedingt Tentakel haben, die mir aus dem Körper wachsen. Aber so, es ist gespeichert. Ich habe dich alles wieder eingeladen. Alles gut, ja, alles gut. Tentakeln würden dir stehen. Ich weiß nicht, ob ich das als Kompliment oder als Beleidigung betiteln soll. Ja, ist eine gute Frage. Slanesh ist ja auch nicht so sehr Tentakeltyp eigentlich, ne? Die haben mehr so Kneifzangen und sowas. Doch, Tentakel voll. Ist ja eher ziemlich, oder? Slanesh ist mega Tentakeltyp. Slanesh hat die Kombination. Slanesh ist halt, also Slanesh ist halt BDSM im Endstadion. Du hast die Kneifzange auf der einen Seite und die Tentakel auf der anderen Seite. Du hast quasi, dein Körper wird zu deinem BDSM-Werkzeug. Es ist ein bisschen widerlich, wenn man sich die Fraktionen alle ein bisschen im Detail anschaut. Das ist richtig, ja. Ziench ist mehr so Blob und Vögel. Sind alle schlimm auf ihre eigene Art und Weise. Ich bin selbst fürs Landisch zu kinky. Oh, knapp. Captain Knuddel, da würde ich mir Gedanken machen. Gibt noch mehr, was Landisch alles wachsen lässt. Vielleicht sind andere Sachen interessanter. Slanesh lässt alles Mögliche wachsen, also. So, was habe ich denn jetzt als letztes gebaut? Ach, guck mal, ist noch alles da, tatsächlich. Ja, das ist einfach nur der letzte Zug, glaube ich, jetzt gewesen. So, ich wollte halt in die Diplomatie schauen. Mit dem Hellebronn noch kriegen. Wenn Hellebronn auch vielleicht mit Valkia oder sowas Krieg hätte, wäre das ganz. Ganz nett eigentlich. Frag sie, ob sie Bock hat. Ja, genau. Ja, das Problem ist, mit Hellebronn kriege ich mich auch nicht unbedingt angefreundet. Und die hat halt auch nicht wirklich Bock auf mich, weil sie mit dir im Krieg ist. Und weil wir verbündet sind, geht die halt immer weiter runter. Jetzt ist ihre Armee halt gerade richtig schwach. Das weiß sie auch, deswegen haut sie ab. Sie hat interessanterweise hier nur geplündert, nicht zerstört. Also, meine tapferen Verbündeten hier. Also, Slanesh ist ja eigentlich der Gott der Exzesse. Heißt, du könntest auch anfangen, Gemälde aus Blut, Innereien und Fäkalien zu malen. Und Slanesh wäre voll fein damit. Ich weiß. Slanesh halt. Ja. Der ist allgemein ein ziemlich entspannter Dude. Ne? Sehr entspannt. Ist ein guter. So kennt man ihn. Ja, ein guter. Papa Slanesh, Daddy Slanesh. Ist Daddy Slanesh, wenn dann. Ich kann. Papier jetzt nicht. Ja, wir sind noch zu weit voneinander entfernt. Du kannst da nicht angreifen. Papier ist hier unten. Auch ich bin schwächer als Hellebronn. Also, ja, leider. Auch Hellebronn ist halt extrem stark. Gegen die stärksten Fraktionen gerade. Ich krieg diese Armee relativ schnell wieder aufgebaut, tatsächlich. Also ich habe ein Angebot für dich. Ich würde Skoggy da unten jetzt wegmachen. In diesem Zusammenzug werde ich innerhalb der nächsten paar Runden auf jeden Fall eine schwarze Arche bauen. Und mit der schwarzen Arche komme ich hoch.
Finde ich gut. Und dann können wir uns Heilbronn gemeinsam angucken. Heilbronn, die Alte, ne? Ja. Ich muss nur vorher noch eine Lösung mit der fetten Kröte hier unten finden, weil ich ein bisschen Angst davor habe, dass die bei mir spazieren geht, wenn ich hochziehe. Ich weiß gar nicht, ob der, wie der zu mir steht gerade. Aber werden wir rausfinden auf jeden Fall. So, schauen wir mal. Chaoskrieger Hexolotl. Ja, der mag mich halt gar nicht. Den müsste ich halt auch eigentlich wegmachen, bevor ich hier wegziehe. Den kriege ich aber nicht so schnell weg. Boah, das wird schwierig. Slanish ist doch mehr non-binär. Der, die Mommy Slanish, die sind doch alle non-binary, oder? Also ich glaube, Dämonen haben alle kein Geschlecht. Die sind alle basically geschlechtlos und sehen halt mal mehr wie das eine, mehr wie das andere, mehr wie irgendwas Undefinierbares. Also Nörgel sieht weder wie das eine noch wie das andere aus. Nörgel ist einfach Nörgel. Glaube ich, es ist tatsächlich bei je nach Gott immer noch ein bisschen anders. Ich glaube, Korn wird schon meistens männlich gelesen, während es bei Slanish deutlich expliziter ist, dass es fluide ist. Aber die offiziell werden tatsächlich für die meisten Chaosgötter immer dann auch männliche Bezeichnungen benutzt. Ach krass, echt? Also Nörgel ist ja auch der Seuchenvater. True. Und ich glaube, bei Ziench könnte man wahrscheinlich auch nochmal, weil er auch sehr wandelhaft ist, aber da steht es nicht so im Fokus wie bei Slanesh. Aber Slanesh ist der, wo es immer expliziter gesagt wird, dass es wandelhaft ist. Genau, Nörgel wird immer Großväterchen Nörgel auch und so genannt. Ja, aber das geht ja auch als Non-Binary oder als Genderfluid. Funktioniert das ja genauso, dass du quasi auch mit männlichen Pronomen angesprochen wirst. Das stimmt. Also, ich kann auf jeden Fall sein, auf absolutely. Ich denke mir nur, es gibt halt, also eigentlich kein Grund, warum Dämonen Geschlechter haben sollten, weil Geschlechter ja doch was sehr Sterbliches sind, sag ich mal. Was biologisch Sterbliches, ja. Sie machen relativ wenig, wo es eine Rolle spielen würde, außer Slanesh wahrscheinlich. Bei Ziench ist es mehr oder weniger einfach egal. So, jetzt ist die Frage. Hellebronn, Slanesh was macht heißt bei jetzt? Den Eldari She Who Firsts. Bei den Menschen ist er aber männlich. Die Wahrheit liegt sicher irgendwo im androgynen Zwischenraum. Ja, oder wie gesagt, wirklich einfach, also Genderfluid bedeutet ja nicht, dass du, oder Non-Binary bedeutet ja nicht zwangsweise, dass du keine männlichen oder weiblichen Pronomen hast. Das bedeutet, kann halt einfach nur bedeuten, dass es halt fluid ist. Dass du sowohl männliche als auch weibliche, als auch They-Pronomen nutzt, weil... Also gerade bei Ziench würde es ja auch total Sinn machen, weil der ja auch einfach in unterschiedlichen Formen ja auch entsteht und unfassbar wandelbar ist. So. Also es gibt eigentlich nicht wirklich guten Grund, ihm ein definitives Geschlecht zuzuweisen, weil er hat auch einfach zwei Vögelköpfe und wenn wir danach gehen, hat er wahrscheinlich eine Kloake. Also heißen die nicht so Vögelgenitalien? Ja, ich glaube, zur Ehrenrettung von Ziench weiß man bei ihm nicht wirklich seine Form. Oder kann das mal jemand in der Lore sagen? Also bei manchen von den Chaosgöttern ist es ja relativ... Also Nörgel ist, glaube ich, am definiertesten, wie er aussieht. Ah, warte mal, ich darf mich ja gar nicht irritieren. Ich darf mich gerade gar nicht verwechseln. Die Dämonen, die wir ja sehen, sind ja auch nur... Oberste Dämonen, das sind ja auch nicht genau. Die Dämonen selber. So. Ich glaube, bei Nörgel ist aber schon so, dass er ungefähr auch so aussieht, wie ein einfach ganz besonderer, großer Unreiner. Bei Korn bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, Korn tatsächlich sieht nicht so aus wie ein Blutdämon, wird aber am ehesten, glaube ich, auch oft verwechselt. Bei Ziench weiß man, glaube ich, relativ explizit nicht, wie er aussieht. Und bei Slanesh weiß man eben, dass er unterschiedliche Formen hat. Ich glaube, Slanesh ist auch mehr oder weniger immer das, was dich am geilsten macht. Also es liegt im Auge des Betrachters. Wenn ich mich recht entsinne, aber korrigiert mich gern, lieber Chat. Wenn ich falsch liege. Ich überlege, ob ich jetzt, um mich zu stärken, hier mal noch...
Ich finde das so cool. Ich finde das so cool, auch dass man über solche Sachen so spekulieren und diskutieren kann und dass man einfach solche Nerds im Chat hat, die da auch einfach Bock haben, sich auf solche Diskussionen einzulassen und wo man dann so drüber diskutiert und ich finde es mega cool. Oh, das ist jetzt wulfrig hier unten, verdammt, den hätte ich früher mal platt machen sollen. Ich glaube, das Gebäude soll ich mal abreißen und gegen ein Goldgebäude ersetzen. Wir müssen wieder Einkommen generieren. Hallo, bärtige Eumel. Ach, das war alles ein bisschen teurer gerade. Dann haben wir gar nicht genug Geld, um das so zu machen, wie wir gerade wollen. Aber das ist ja eigentlich nicht schlimm, weil wir holen uns jetzt Gigi. Leider ist die Warhammer-Community in puncto Lore, aber toxic as fuck. Ja, ich leugne diese Menschen. Also, die Sache ist halt, ich bin... So, jetzt kommt ein alter, dummer Spruch. Ich bin einfach zu alt, um mir diesen Scheiß zu geben. Ich bin zu alt für Gatekeeping. Ich bin zu alt für irgendwelche toxischen Streitereien in irgendwelchen Foren, in denen man sich gegenseitig ankeift, weil das ist aber nicht so. Also, keine Ahnung, ich finde, das Warhammer-Universum ist absolut großartig. Das ist ein wundervolles Meisterwerk. Und gerade so große Universen geben ja so viele Möglichkeiten auch für eigene Interpretationen. Und ich glaube, jeder sollte einfach für sich dieses Franchise genießen. Und für mich persönlich hat es halt einfach mega krassen Mehrwert, über diese ganzen Sachen so debattieren zu können. Und ich feiere es halt einfach, auch einfach so Fraktionen in einem Franchise, das ich liebe, zu haben, bei denen ich auch einfach für mich sagen kann, hey, das ist für mich absolut genderfluid, weil es einfach so irrelevant für einen Dämonen ist. Und ich finde das so cool, dass wir da ein bisschen aus diesen Schubladen rausgehen. Und wenn ich dann so Sachen lese wie, ja, Zins ist so verworren, dass du als Sterblicher gar nicht wirklich sehen oder wahrnehmen, nicht greifen kannst, wie der aussieht, so ist halt übel geil. Richtig, richtig. Ja. So, hier bauen wir jetzt erstmal noch nix, aber nächste Runde wieder. Außerdem möchte ich in meinem Universum auch einfach diese komische, schwierige Liebesbeziehung zwischen Malekith und Morati nicht weggeleugnet haben, weil das halt einfach dieses bisschen Spice ist, das ich als Brutmutter gerne in meinem Franchise habe. Wow! Hallo Kleppi! So, jetzt hast du hier doch noch mein verbündeten Dorf zerstört. Hellebronn, du schlimme Person. Die Frage ist, was macht sie jetzt? Greift sie nochmal an? Oder hat sie jetzt andere Sachen, die sie... So, zornige Götter, das ist okay. Die Verbesserung ist durch. So, sie gammelt jetzt hier rum. Geil, ich kann jetzt eine schwarze Arche beschwören. Mir fehlen nur Einheiten dafür. At this point. Ist Sigwald eigentlich schon wieder da? Ich glaube nicht, ne? So, Skoggy wird gleich niedergerissen. So. Dim. Da würden wir noch mehr Wachstum bekommen. Und da würden wir noch mehr Gold bekommen. Ah, Wachstum finde ich eigentlich gerade besser. Ich komme, Skoggy! Etwas bedenklich, wie du das genießt. Auf jeden Fall, Kega. Wir haben Early Access bekommen, Ati. Für andere kommt das Spiel leider erst nächste Woche.
Ich komme aus der Star Wars Community, Diskussionen ohne Beleidigungen und Drohungen kenne ich gar nicht. Das ist halt so schade, ne? Das ist halt so schade, dass Franchises von sowas so zerstört werden. All das habe ich ja hier schon. Ich mag das gar nicht mehr hier. Ich finde das auch gut, was bei dir geschrieben wurde, was Geiser schreibt, dass er sagt, in vielen Religionen wird bei Gott ebenfalls von Vater gesprochen, auch wenn ein Geschlecht bei solch einer Lebensform keinen Sinn ergibt. Vermutlich eher die Interpretation der Menschen, oder? So könnte es bei den Dämonen ähnlich sein. Eine altertümliche Vorstellung von Stärke und Brutalität. Absolutely. Also das ist ja, also das zieht sich ja durch, egal ob wir jetzt Geschichte, oder lassen wir mal früher holen, Fantasy ist ja meistens einfach nur eine weitere Interpretation von historischen Übertragungen aus menschlichen Glauben, so. Also ganz viele Fantasy-Bücher, Fantasy-Franchises, die wir heute genießen, sind einfach aufbereitete Sagen oder Märchen oder sogar wirkliche historische Geschehnisse. Und viele der Götter sind ja auch hergeleitet aus echten Kulturen, die wir halt hatten. Und da ist es halt sowohl in der Geschichte als auch in Fantasy oft so, dass halt die ganzen kriegerischen Sachen sind meistens eher männlich gelesenen Personen zugeschrieben. Und alles, was so mit Fruchtbarkeit und Heilung und Güte zu tun hat, wird eher Frauen zugesprochen. Das hast du ja auch in der Esolore, hast du das zum Beispiel auch. Da hast du ja unterschiedliche Götter und da sind auch die weiblichen Götter, sind alle so Fruchtbarkeit und keine Ahnung was alles. Also. Jetzt geht's wieder oben gegen meinen Verbündeten. Aber das schaffst du doch wohl. Orgrim Gunnarsson, dass du jetzt endlich mal was reißt. Nein, er rennt weg. Warum? Mr. Mozlaki, ich habe auch gesagt, meistens, nicht immer. Thor hat natürlich auch Fruchtbarkeit in seinem Hoden. Okay, Sigwald ist bereit, immerhin. So, wo ersetze ich ihn nochmal? Ich habe da potenziell einen Aufstand übersehen. Meistens nicht so gut. Ist nicht schlimm, ist eine Nebenprovinz. So, da komme ich jetzt gar nicht hin. Hier hockt sie wieder halt, Hellebronn, und rekrutiert nach. Wann kann ich denn hier theoretisch gewinnen? Ich hab's übersehen. Ich kann leider erst... Ja, komme ich nicht ran. Habe ich nicht genug Sklaven für gerade. Hast du bei Warhammer auch, laut Lore hat Nurgle die Göttin des Lebens entführt, damit seine Seuchen stärker werden, aber die Göttin schafft es, den Sterblichen die Arzneien zur Heilung der Seuchen zu erzählen. Ah, das ist so, ja, cool. Ja, das ist auch ein sehr, sehr geiler Teil der Lore. Das finde ich auch immer lustig. Das ist alles cool. So, Eisenstachel wird sowas von fallen. Das werde ich nicht rechtzeitig gefixt bekommen, glaube ich. Aber das ist erstmal kein Problem. Außer, ich bin crazy und fange an, eine zweite Armee zu bauen. Muss ich ja sowieso. Früher oder später. Ja, ich habe das vorher auch gemacht und war noch etwas zu früh bei mir, so monetär gesehen. Wollen wir eine Erzzauberin, einen Bestienmeister, einen Hochgeborenen? Ich nehme immer Zauberer, wenn ich kann, weil einfach Magie und so. Ja, aber ich habe ja schon so viele Zauberer. Ja, will ich einen. Ich glaube, so ein Bestienmeister klingt auch cool. Ey, das klingt primitiv und barbarisch. Aber ich mag Bestien. Kann der Saurus sie rekrutieren, Pia? Bestimmt. Ja, dann. Oh
mal da ein bisschen, Meister. Wir fangen da an, nebenbei noch eine Armee zu rekrutieren. Dann kann ich dir auch leichter eine Armee hochschicken. Sehr gut. Die hier müssten wir doch irgendwie kriegen können. Elref Pfadwache, die hat sich jetzt hier ein bisschen auch recht weit gewagt. Mal schauen. Aber die würde jetzt halt meine Verbündeten platt machen, weil die erwiesenermaßen gar nichts reißen. Ich glaube, ich habe schon wieder einen Crash. Ja. Alter, das ist ein bisschen nervig. Was ist da los heute? Ja, ist wieder abgestürzt, aber das Spiel ist noch irgendwie da bei mir. Es ist nur irgendwie, der ganze Bildschirm steht jetzt. Der bufft Hydras, alleine das ist schon ein Hauptgrund. Das finde ich gut. Ja, die Dunkelelfen haben ja coole Bestien. Das stimmt schon, nicht so primitives Zeugs. Was ist denn primitives Zeugs? Ja, Saurusse zum Beispiel. Saurusse sind kein primitives Zeug. Doch, schon. Ich glaube, eventuell ist bei mir das Spiel gecrashed. Weil bei mir reagiert es nicht mehr. Ja, bei mir ist es gecrashed dieses Mal. Dann sind wir deswegen geflogen. Oh, bei mir, der Chat reibt auch ein bisschen rein. War die gefrorene Stadt nicht euer, als ich das letzte Mal vorbeischaute, oh großer Sigwald? Für wahr, das war sie. Nun ist sie nicht mehr mein. Da sind Dinge passiert, die ich auch nicht gut heiße. Aber die sind trotzdem geschehen. Passiert. Passiert, wie Pia so schön sagt. So, ich hoste wieder und lade dich gleich wieder ein. Ja. Und tatsächlich muss man da nochmal dazu sagen, dass das ja tatsächlich hier noch eine Vorab-Version ist. Also das ist durchaus legitim, wenn die ab und an crasht. Ich hoffe nur echt, die kommt nicht in einem Zustand raus, wo sie für die Leute da draußen auch immer wieder crasht, weil das Spiel hat halt echt einstecken müssen nach Release und das muss halt jetzt wirklich sitzen. Also Beta-Label hin oder her, das muss zumindest geil spielbar sein. Da hoffe ich wirklich sehr drauf, weil ich glaube, da hängt jetzt einiges von ab, dass der Release jetzt sitzt für das Spiel. Ja, ich fände es halt so schade, weil das Spiel ja auch etwas ist, worauf sich alle gefreut haben. Und es ist ja auch so ein gutes Spiel und es war einfach so unlucky, wie das alles entstanden ist mit dem Hate dagegen. So, bereit. Mein letzter Blick war noch, wo Sigwald der Große ein Frauenrechtler war. Ja, er ist es immer noch. Naja. Er ist halt der Meinung, dass Hellebronn es schon ein bisschen strapaziert mit der Gleichberechtigung, das schon. Aber prinzipiell ist er immer noch der progressivste Feminist der Warhammer-Welt, Sigwald. Jeder weiß es. So, es müsste jetzt auch eigentlich. Er hatte noch mal gespeichert, glaube ich, kurz bevor dem Crash. Wir schauen jetzt gleich mal, wo wir jetzt sind. Ich hoffe es. Frauen haben das Recht, ihn zu bewundern, oder wie? Ja. Ja, genau. Und dieses zeitgleiche, ja, das ist okay. So bewundern ist okay. Ja. Sigwald wurde einfach mal von der Suffragette Hellebronn hart verklossen. Suffragette, holy shit. Okay. Das auch eine Aussage. Ihr seid alle so schlimm. Ich bin gänzlich unschuldig an eurer Grässlichkeit. Dafür hast du viel gelacht. Ja, aber unschuldig heißt nur, dass ich es nicht quasi hervorgerufen und verursacht habe. Und da wasche ich meine Hände in allergrößter Unschuld. Die richtige, wichtige Frage für mich ist ja, kann ich diese Einheiten
Our intimate relationship will last an eternity. Das geht halt leider nicht, ne? Weil die hier... Have you come to kill me? Ja. How flattering. Schade. Ich kann Slanish-Einheiten nicht konföderieren. Ah, das wäre natürlich cool gewesen als Morati. Ja, das wäre auch viel zu stark gewesen. Wenn ich als Morati Slanish-Einheiten konföderieren könnte, wäre halt geil, lächerlich. Aber wild. Geil wäre es schon. Ja, geil auf jeden Fall, aber... Okay, Hellebronn, die mit ihrer Zweitarmee ist jetzt da oben. Und ist hier ein bisschen am Rumplündern. Aber die jetzt abzufangen... Oh, das wäre geil. Komm her. Ich glaube, die Haupt-Hellebronn hat sich verzogen, tatsächlich. Das heißt, wir können hier mal wieder ein bisschen... Warum sollte ich ein Morati-Trauma haben? Huh, Chat? Ich bin verwirrt. Yes. What do you bring before the hag sorceress? So, ich muss echt mir gleich mal einen diplomatischen Einblick verschaffen, wie es um Morati so bestellt ist. Ich meine, es ist jetzt eigentlich alles gar nicht so schlimm. Wir sind jetzt relativ gut wieder am Start. Wir haben so ein bisschen unsere Anfangs-Chaos-Krieger verloren, die schon ein bisschen Erfahrung hatten. Das ist schade. Das heißt, wir können gerade nicht so schön diese Auflevel-Mechanik nutzen. Die bestraft natürlich so ein Armee-Vibe schon ziemlich hart. Weil ich kurz davor war, meine ganzen Barbaren upgraden zu können. Jetzt kann ich das nicht. Und das macht mich traurig. Aber Halftor, Mammutreiter, nee, macht überhaupt nichts, wie erwartet. Gut, diese Vasallen sind echt ziemlich nutzlos. Das ist leider schade. Tschüss, Lalina. Das ist der dritte Teil. Empire, lol. Fingsel, das ist der dritte Teil Immortal Empires. Na, 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 na. Wir müssen das gewinnen, sonst fällt Eisenstachel. Oh, das sieht gewagt aus. Ja. Das ist gewagt, aber wir müssen das gewinnen. Ich spiele gerade Morati, das ist eine Dunkelelfenfraktion. Und Maurice spielt Sigwald. Das ist eine Karte. Den Prächtigen! Entschuldigung, Sigwald, den Prächtigen. Und das sind beides Fraktionen, die jetzt im dritten Teil überarbeitet wurden. Weil ja jetzt die ganzen neuen Fraktionen aus dem dritten Teil dazu gekommen sind. Und halt die ganzen Chaos-Fraktionen jetzt dabei sind. Und deswegen ist halt Morati und Sigwald ganz cool zum Antesten, weil Sigwald halt eine Chaos-Fraktion ist, die sich ja jetzt komplett neu spielt. Und Morati ja quasi die Muße von Slanish ist und damit halt natürlich dann auch... Ich habe nicht so viele Einheiten, die ich dir vergeben kann. Ja, nee, alles gut. Ich meine, wenn er hier so direkt steht, kann man vielleicht direkt eine Mauer hier davor bauen, ne? Also ja, genau an diesen Eingang und dann irgendwie noch einen Turm dahin und dann nutzen wir... Ja, es ist halt noch nicht ausgebaut. Das ist halt... Ah, es ist alles ein bisschen ärgerlich halt leider an der Stelle. Wir spielen auf sehr schwer. Das ist quasi von der Schwierigkeit das meiste, was geht. Der einzige Unterschied zu legendär ist, dass wir halt speichern und Pause drücken können. Wobei das Speichern halt das... ist, warum wir es drin haben, weil du nicht im Multiplayer-Modus ohne Speichern spielen möchtest. Wir hatten nämlich schon auch zwei Crashes, das heißt, das ist ganz gut, dass das geht. Und wir haben ja schon eine längere Kampagne gehabt und da war halt tatsächlich auch das Problem, dass man teilweise neu laden musste, weil man mal irgendwo wo nicht reingekommen ist und so weiter. Deswegen spiele ich eigentlich nie auf Legendär, weil das mit dem Speichern schwierig ist. Nee, ich bin natürlich auch, also Leute, es gibt ja auch Leute, die das mögen, aber ich bin auch allgemein kein Fan davon, mir für Schwierigkeit grundlegenden Spielkomfort zu rauben. Also Speicherfunktion ist halt für mich, klar, man kann es dann cheesen, aber da kann ich auch einfach selber sagen, ich mache das nicht. Und habe dann zumindest den Komfort speichern zu können, wenn auch irgendwas spontan passiert. Ich habe den Turm falsch gebaut.
Oh, der kann da nicht schießen. Ich habe den hinteren gebaut, ja. Ich habe nicht mitgedacht. Ich dachte, das wäre der näherste. Ich habe den davor nicht gesehen. Upsi, aber ist nicht schlimm. Ist halt auch nicht gut. Es ist auch nicht gut. Es ist, Aber es ist jetzt auch keine maximale Katastrophe. Das sehen wir jetzt dann gleich. Denn der Feind rückt an. Ja, verlieren werden wir es sowieso, also... Nein, wir schaffen das... Oh, der hat Fernkämpfer, ja, Ach was, wir haben quasi schon gewonnen, Pia. Genau wie die Schlacht vorher mit Sigwald. Ich sehe da hinten gerade Pferde auf uns zu rennen. Du solltest vielleicht hinter mich gehen mit deinen Schwerteinheiten, wenn die Pferde da kommen. Das stimmt, das ist richtig. Ich kann nur nicht noch näher ran, weil das zu eng ist. Ja. Gut, ja, das blockiert sie jetzt auch noch ein bisschen. Ja, das die laufen jetzt, glaube ich, den anderen Weg. Nee, sind zu doof, den anderen Weg zu laufen. Gut für uns. Das wäre eben perfekt, wenn wir nicht übersehen hätten, dass der Turm sie da gar nicht treffen kann. Weil da hält er sie auf. Aber jetzt ist es, das ist gleich weg, bevor der Turm fertig ist, der richtige. Das ist alles nicht ideal. Ich bin da auch nicht schnell genug oben, glaube ich. Falls die da jetzt wirklich hochziehen. Ich bin mir halt nicht sicher. So, jetzt kommen sie durch. Sie laufen nicht nach oben, ne? Okay, dann habe ich da zu früh rübergezogen. Ja, der Turm war tatsächlich ein Fail. Aber jetzt ist er da. Ich glaube, jetzt sind wir genau so, dass der Turm jetzt wieder sie nicht trifft, ne? Weil sie jetzt gerade durch sind. Weil er kann auf den Helden schießen. Eigentlich sollte er treffen. Weiß ich gar nicht. Also, aber sonst sie haben jetzt ihre Überzahl. Sonst nach ihre hinten. Ihre Überzahl können sie gerade nicht so ausspielen, weil wir hier in dieser Ecke sie halt sind. Ja, nur die Türme schießen hier auch nicht rein in diese Ecke. Ja. Stimmt. Aber hier oben ist noch ein Turm. Wenn wir halt aber zurückweichen, dann machen sie uns von der Überzahl her platt. Ich mag das so eigentlich ganz gerne gerade. Ja. Und der Turm schießt halt parallel dauernd auf den Helden von denen. Macht ihm aber leider sehr wenig Schaden. Ja, aber er schießt. Das stimmt. So, es ist gar nicht ganz schlimm. Lass uns einfach uns noch ein bisschen an der schönen Stadt erfreuen. Das ist auch wenn sie jetzt bald dem Feind gehört. Ah. Aber guck, wie cool sie designt ist. Ich bin noch nicht bereit, das hinzunehmen. Nee, also ich meine gerade... Ich meine, die wirklich Absurdität ist ja, dass ich jetzt auf das Ding, wo sie drinstehen, wieder was bauen kann. Und ich baue denen jetzt eine Falle unter die Beine. Sehr gut. In 20 Sekunden ist da eine Falle. Also, honestly, Sandwich. Ja. Sandwich. So, mit denen jetzt auch noch hier reinzukommen, nachdem hier allmählich... Alles sind Crow. Wir können ja die hier eigentlich hier noch so an der Seite attackieren, vielleicht. So, und jetzt steht da eine Falle drin. Yeah. Gesundheit. Ja, also wir lassen sie auf jeden Fall bluten, sagen wir so. Wenn sie, jetzt haben wir einen Turm, der drauf ja, schießt. Wir haben das ist den super. Hinten, ich habe den einen Turm hinten ausgebaut. Ich war mir nicht sicher, ob der von der Reichweite hinkommt. Er kommt von der Reichweite hin. Ah, wenn wir den früher gehabt hätten, hätten wir das, glaube ich, sogar... Also, mal schauen. Jetzt verlieren sie nämlich mehr Lebenspunkte als wir. Dieser eine Turm, der auf den Helden schießt, ist halt wirklich komplett wasted. Also, das wusste ich auch nicht, dass der so... Aber gut, der macht den ja... Der schießt jetzt die ganze Zeit schon drauf und der Held ist komplett unbetroffen. Aber jetzt haben wir an... Jetzt fangen wir an, ihre ersten Truppen zu töten, tatsächlich. Leider sie auch. Aber jetzt haben wir einen Bonus. Ja.
Sehr gut. Wir haben quasi gewonnen. Ja, quasi. Das ist der Sieg jetzt. Schau dir das an. Quasi gewonnen. Ja, ja, guck, da rennt die erste Einheit. Ja, und jetzt wird der Turm auf die schießen, wenn die laufen. Ja, jetzt, also guck dir das mal an hier. Next Level. Die brechen jetzt hier einer nach dem anderen. Die nächste ist auch gleich weg. Ey, das ist, das wäre so stupid, wenn wir das gewinnen. Ich habe noch einen Turm für uns. Wenn sie noch durchkommen sollten, wird der andere Turm jetzt zu einem Magierturm. Der wird jetzt richtig stark. Sehr gut. Ja, guck, wie die alle fliehen. Ja, das ist halt das Problem, wenn du mit der Kavallerie nicht rein und raus rennst, ne? Ja. Also die KI macht das auch nicht. Die läuft rein und dann steht sie. Und dann verliert die Kavallerie. Wenn die rein und raus gerannt wären, wären wir instant gebrochen. Aber die sind halt einmal reingelaufen und dann standen die Pferde. Und dann sind sie halt nutzlos. Hatten wir natürlich auch Speere an der Front. Ja, aber rein und raus. Ja, der hätte aber auch links einfach hochlaufen können. Guck mal, da ist der ganze Weg frei. Das stimmt. Und hätte einfach oben die Versorgungsposten einnehmen können. So. Aber ich sag's dir, Pia, das ist der glorreiche Sieg hier. Ich verschrei's nicht noch, ne? Gleich alle weg. Da rennt einer, da rennt der Nächste. Mir geht halt bald auf meinen Bogenschützen. Gehen mir die Dings aus. Ja, haben wir noch die Türme. Meine. True. Ja, jetzt haben wir drei Truppen von ihnen gebrochen. Gleich geht's dann weiter hier. Oh, das ist richtig dumm, ey. Glorreich gespielt. Taktik. Das ist richtig. Ein Meisterstück. Das ist so stupid. Das sollte nicht gehen. I mean, ja, es war auch schlecht von dir. Ich traue mich immer noch nicht daran zu glauben, dass wir das gewinnen. Ne? Er hält es noch ein Problem tatsächlich. Kannst du den Turm, der auf ihn schießt, noch mit irgendwas aufrüsten? Ja, ja, ich rüste den gleich nochmal. Der ist schon rüstungsdurchbrechend, ne? Weil den Held kriegen unsere Truppen im Nahkampf nicht wirklich down. Jetzt fallen leider auch unsere ersten Truppen. Ja, aber wenn die da jetzt reinlaufen, wir müssen dann nur ein bisschen zurückfallen, weil wir haben noch einen Magieturm, der um die Ecke ist. Ja. Wenn wir ein bisschen dann zurückfallen sollten, also jetzt sollten wir noch nicht, aber dann haben wir noch einen Turm, der reagiert. Ja, wir haben auch noch einen weiteren Trupp von ihnen gebrochen, der nächste auch gleich. Und ich habe gleich noch einen, ich baue gleich den Turm aus, der auf ihn schießt, dann wird das ein Magierturm. Das kann nicht sein, ey. Doch, Pia, Triumph! Das kann nicht sein. Glorie! Das ist so stupid. Hallo, Emilino. Ah, nein, 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 nein. Meine Bogenschützen sollten, auch wenn sie nichts mehr zum Schießen haben, nicht einfach so da frontal reinrennen. Ich krieg die auch nicht geupgradet, ne? Es gibt hier keine... Ich kann die nirgendwo aufladen. Hey. So, die müssen mal zurück, weil das ist unser Anführer. Der sollte nicht wegrennen. Ich zieh da ein bisschen nach hinten. Ja, jetzt können wir sie mal in die Magiertürme rennen lassen. Oh, jetzt kommt da hinter uns auch der Magierturm. Lass uns da mal ein bisschen zurückgehen. So. Ein bisschen zurücklaufen. Weil da sind wir gleich in Range für den Magierturm, für den anderen. Den wollen wir nutzen. Ja. Der Turm hier eben auch. Und ich bleib stehen, sobald der Magierturm schießen kann. Ja. Weil dann... Schießen Sie bitte. Schießen Sie bitte. Da ist er. Jetzt. So, also ihre Truppen haben wir weg. Die sind gleich tot. Der Held ist so ein bisschen die Frage. Oh, der andere Turm kann auch immer noch da durchschießen. Geil.
Also, ich schieße jetzt mit den Türmen nur mehr auf den Helden. Ja, die Truppen haben wir, ja. Wahrlich ein Triumph! Noch ist es keiner. Doch, doch. Nee, noch ist es keiner. Jetzt sollten wir, glaube ich, den Helden tatsächlich kiten, dass die Türme den töten. Gar nicht mit den Einheiten ran. Er hat all seine Truppen verloren. Im Nahkampf haut er unsere Truppen weg. Er hat keine Armee mehr. Der muss jetzt nur noch, der verliert auch Moral. Wir müssen jetzt nur noch hier ein bisschen rumtanzen lassen. Ich mache noch einen Magierturm, sicherheitshalber. Ja. Boah. Ob ich den gekitet bekomme, ist die andere Frage. Der ist halt immer noch fast gleich stark wie unsere Einheiten von der Berechnung, ne? Ja, das ist das Problem, genau. Deswegen müssen wir, boah, müssen wir ihn einfach von den Türmen zerlegen lassen. Battle ready! Advance, Druki! Onwards to murder! Ja, leider, wenn er rennt, kriegen die Türme ihn tatsächlich auch nicht. Dann bleibe ich jetzt mit den Bogenschützen hier stehen. Die Türme kriegen den allgemein recht schlecht, weil der so alleine ist. Ja, das Blöde ist, die anderen haben ihm ja auch keinen Schaden gemacht, deswegen... Ja, stimmt, die treffen ihn jetzt gar nicht, das ist ein bisschen albern. Ja, dann lass uns mit allem raufgehen, weil... Alles drauf! Alles drauf, was wir haben. Sieg oder Tod! Ich versuche ihn auch zu umzingeln, das schreibt auch der Chat gerade noch, dass die Moral bricht. Oh, unsere Moral ist halt auch ein Problem, ne? Ja. Machen unsere Türme eigentlich Flächenschaden gegen uns? Das weiß ich gar nicht. Ja. Dann. Aber ohne die haben wir halt gar keine Chance. Ja, es ist... Oh Gott, nein. Oh, das verlieren wir jetzt noch. Nein. Ja, das verlieren wir. Aber da, die sammeln sich da hinten direkt wieder rein. Ich meine, er verliert auch Leben. Schau mal. Der hängt wieder mit den Bogenschützen rein noch. Das ist... Ja! Ein glorreicher Sieg! Oh mein Gott! Hürbar! Ein glorreicher Tag! Ich hab nicht gedacht, dass wir das gewinnen. Holy shit! Dankeschön, Walras, für die 3 Monate. Ich auch nicht. Und Krawumski für die 3 Monate. Und Yasumi, vielen lieben Dank für die 20 Monate. Die Türme schmeißen die Truppen um, machen aber kein Friendly Fire, wird geschrieben. Okay, ach, dann war's ja alles richtig. Ach cool, ich dachte, die machen Friendly Fire. Ja, dann ist ja ultra entspannt. Das war jetzt, also dieser arme Mensch hat sich jetzt echt Schande gemacht und wird, glaube ich, jetzt auch hingerichtet, wenn er wieder nach Hause geht. Hat er auch verdient. Ja, also ich meine, wer sich so geschlagen hat... Die Sache ist halt, es gibt für den kein Zuhause mehr. Das stimmt, er war ja ein Rebell. Ja. Das Problem ist aber, dass der nicht gestorben ist und noch immer lebt und da jetzt noch steht. Wir hätten den töten lassen sollen. Ich dachte, der wäre tot. Das gefällt mir nicht. Dann werden wir jetzt im Marsch darunter marschieren, um sicher zu gehen. Ob ich komme hier nicht ran, ne? Das ist total doof. Dass wir da nächste Runde da sind. Gerade nicht. Bei Elrith Pfadwache hier. Ach, der hat sich spontan eine zweite Armee geholt hier. Na gut. Na komm ran, ich stehe hier und plündere. Was kann ich denn machen für öffentliche Ordnung als Chaoskrieger?
habe hier halt... Chaos. Wobei, nee, das ist noch mehr Chaos. Wobei, nee, die Rebellion ist hier, ne? Wo ist die? Na? Das hätte ich nicht gedacht. Normalerweise nehmen Helden Low-Level-Truppen einfach auseinander. Wir haben das nur wegen den Türmen gewonnen. Wir hätten keine Chance gehabt ohne Türme. Das muss man echt sagen an der Stelle, also... Ja. Die haben das komplett gecarried. Lord of Fear. What dark and callous plans. Ach, wegen der ganzen Kornkorruption hier. Die gibt Kontrolle. Geht aber auch runter Schritt für Schritt. Ah, weil Kornkorruption will Rebellionen ja haben. Ich bin jetzt riesig. Voll gut. Dum, dum, dum. Ich bin mal eben groß geworden. Und ich mache immer noch Plus. Das wundert mich ein bisschen. Aber der hat gar nicht so schlecht gewirtschaftet. Jetzt muss ich nur ein bisschen gucken, wo meine ganzen Sachen jetzt rumstehen. Gott, was gehört mir jetzt alles? Mondsplitter gehört mir jetzt. Arnheim gehört mir jetzt. Wald von Arnhain, trostlose Feste. Das ist echt groß. Aber armeetechnisch hatten die, glaube ich, gerade nichts. Das ist ganz gut, weil sonst wäre ich wahrscheinlich massiv im Minus gewesen. Oh, hier ist Hellebronn. Warum habe ich die jetzt erst gesehen? Ich dachte, die wäre schon weg. Die eiert hier noch rum. Das ist suboptimal. Gut, hier haben wir jetzt eben diese Rebellion. Da kann ich gerade nichts gegen machen. Fuck, die Hellebronn ist doch noch hier. Ich dachte, die wäre woanders hingegangen. Okay, wir müssen hier gleich mal ganz kurz ein bisschen aufräumen. Ich habe jetzt viel zu viele... Dann gehe ich kurz aufs Klo derweil und dann bin ich gleich wieder da. Jawohl. Okay, die brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht so viele von denen. Das heißt, wo finden... Wie kriege ich die raus? Der hat nur Loyalität, den kann ich nicht auflösen. Der hat nur Loyalität, die kann ich nicht auflösen. Kann ich nicht auflösen. Ich würde die gern alle auflösen. Wie kriege ich die denn weg? Den kriege ich so aufgelöst. Ich habe viel zu zeigen. So. Ich muss die da alle... Ich habe halt einfach viel zu viele von denen. So, die hat ein bisschen Armee. Was haben wir hier? Ui. Stellen wir dich mal einfach hier rein und... Ich meine, du tust dir erstmal da drin nicht weh. Wir machen mit dir ja erstmal kein Minus. Deswegen ist das alles okay. Du stehst erstmal hier, das ist auch okay. Was ist mit dir? Du bist diese Dunkelfrau mit keiner Loyalität. Du wirst für mich eher ein Problem werden, weil ich dich potenziell loswerden muss. Das ist auch gegnerisch. Wo sind denn meine anderen Helden? Ach, die weiß auch nicht, was sie gerade tun soll, ne? Was haben wir denn in der Stadt ausgebaut? Das wird die andere Frage. Also erstmal... Oh Gott, wir haben hier massive Probleme mit der Kontrolle. Mit der Kontrolle stückchenweise hochgehen. Und dann lasst mich mal gucken, warum das so ein Problem ist. Arnheim, Mondsplitter, trostlose Feste und Wald von Arnheim. Wir haben da echt gut ausgebaut. Boah, wir brauchen diese Pferdesachen auf gar keinen Fall. Nee. Das reißen wir nieder. Ponys wollen wir nicht haben. Das ist Einkommen. Das ist auch Einkommen. Das ist auch Einkommen. Das, hallo? So viel Einkommen brauchen wir gar nicht. Hallo? Wir brauchen Kontrolle, nicht Einkommen. Das da, das brauchen wir. Kontrolle. Das bauen wir auch hier in der Hauptstadt. Das heißt, wir reißen das nieder und das nieder. Und dann bauen wir Kontrolle und Sklaventor stattdessen. So, was machen wir sonst mit dir? Boah, du hast auch so nervige Pferderitter, ne? Ja.
stehe erstmal hier rum, das ist okay. So. Gut, dann habe ich meinen Zug gerade. So, dann wird es jetzt spannend, was Hellebronn hier als nächstes für Unsinn treibt. Sie greift wieder hier an. Aber wir kriegen das hier. Das ist super. Und jetzt ist Hellebronn hier. Vielleicht sogar ein bisschen geschwächt. Nee, also ich bin jetzt gleich stark wie Hellebronn, laut der Schadensvorrechnung. Ja, ich habe sie auch. Ich habe hier gerade eine Armee weggezockt. Hallo Valkia. Was möchtest du? Oh, hallo Valkia, die ein Handelsabkommen mit mir machen möchte und dafür 1000 Gold bezahlt. Ja, das können wir machen. Sigwald begrüßt einen Skaven in der Diplomatie mit den Worten: Yes, I am handsome. Ich weiß nicht, ob ein Skaven der richtige ist, um Schönheit überhaupt beurteilen zu können, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Ich muss Pipi machen, aber ich will nicht aufstehen. Nee, ist nicht mit Blood DLC. Dürfen wir noch nicht zeigen, das Blood DLC. Das Blutige. Ich glaube, wir haben auch noch gar keinen Zugang zum Blood DLC. Jetzt ist er da schon wieder. Wow. Wie hat er sich denn innerhalb von einer Runde wieder so aufgebaut? Ja, diesmal lasse ich den da jetzt durch, weil nochmal kriegen wir das nicht so gehalten. Wir hätten den vorher töten sollen. Das war ein Denkfehler, dass ich da rausgegangen bin. Ich dachte halt, der wäre tot, aber der ist ja nur gebrochen, der ist ja nicht gestorben. Das war nicht so smart, nicht so durchdacht. So, jetzt habe ich immerhin wieder auch genug Seelen und ich habe auch echt viel Gold gerade. Wie läuft es denn hier mit dieser Rebellion? So, ich habe jetzt gleichzeitig die Meldung dafür bekommen, dass mein Kommandant übergelaufen ist, wie mir gesagt wurde, dass sie vorhaben wird, überzulaufen. Das finde ich auf jeden Fall eine gute Reihenfolge für die Pop-Ups. Ja, ja. Das ergibt auf jeden Fall auch Sinn, das in dieser Reihenfolge zu machen. Zu sagen, Achtung, wenn du nicht gleich reagierst, läuft sie über und als nächstes klicke ich das Pop-Up weg, sie ist übergelaufen. Dankeschön. Das wäre mir nicht aufgefallen, tatsächlich. Aber gut, dass es mir nochmal gesagt wurde vom Spiel. So, den hier will ich jetzt bitte. Meine Verbündeten sollen sich jetzt mal um diese Rebellion hier kümmern. Das gefällt mir nicht. Weil die da jetzt steht und mich hasst. Und ich stehe halt gerade hier und muss mich halt um was anderes kümmern. So, also jetzt könnten wir das mit Hellebronn sogar hinkriegen. Oh, ich kann wieder so einen rekrutieren. Ich muss hier zurück und ich muss mich um die andere Armee kümmern, weil die ist nicht stark genug. Und ich muss mich da drüben um die andere Armee kümmern, weil die ist nicht stark genug. Und ich muss auch irgendwie die Städte ausbauen, aber ich will die nicht ausbauen, weil ich nicht weiß, ob mir die das gleich abnimmt. Schwierige Geschichte. Aber zumindest mache ich jetzt richtig Plus. Ja, gut. Blut kommt kommt am 23.08. Das müsste zeitgleich sein mit Immortal Empires, ja. Ich muss ganz dringend ganz kurz pinkeln gehen, aber ich habe schon mal Start gedrückt. Jawohl, ich bin eh noch am überlegen, was hier der schlaueste Kurs gerade wäre. Also die Armee ist halt nicht so super stark eigentlich. Hellebronn selber ist halt extrem krass.
Ich will die nicht angreifen, wie sie in der Stadt hockt. Auch wenn die Stadtgarnison schwach ist. Aber das ist eine ganz dumme Idee. Ich habe keine Ahnung, wie es wäre, wenn ich sie halt, wenn sie rauskommt. Wo ist hier die Gebietsgrenze? Die ist hier, ne? Ja. Wenn ich jetzt in den Hinterhalt gehe, komme ich dann noch in mein Gebiet? Sollte in mein Gebiet im Hinterhalt, denke ich, sein. Frage ist, ob sie... Sie wird wahrscheinlich wieder gehen, was sie ja vorher auch schon gemacht hat. Ich könnte mich auch hier hinlegen, dass sie dann zu meinem Verbündeten geht. Ich gehe auf jeden Fall in mein Gebiet, dass ich mich regenerieren kann. Ja, das ist besser. So. Denn hier kann ich jetzt auch noch mein legendäres Söldnerregiment reinholen. Oder kann ich das schon? Ist das schon wieder da inzwischen? Ja, ist wieder da. Nee, noch nicht. Toll, jetzt wird's mir angezeigt. Gerade war das doch nicht, oder bin ich blöd? Weiß nicht. Vielleicht, weil ich schon voll war, wurde es mir gar nicht erst angezeigt. Dann halt nochmal einen Trupp Trolle rein stattdessen. Das geht ja auch. So. Dann noch forschen. Hallo. Hallo. Ich glaube, das Blut-DLC, weil das gerade im Gespräch ist, ist bei Steam noch gar nicht offiziell drinnen. Das wurde nur angekündigt über ein Trailer-Video heute auf YouTube. Ja, ich konnte es auf Steam auch noch nicht vorbestellen. Weil ich habe mir heute auch schon gegönnt und habe mir schon vorbestellt, quasi die Chaos-Sachen. Aber da ist das Blut-Ding habe ich da auch noch nicht gesehen. Ich habe auch durch den Chat erfahren, dass es jetzt angekündigt wurde. Danke, Turtle Squad, für die 100 Bits. Doch, ich hab's schon gekauft. Mir hat Steam das noch nicht angeboten. Muss man das vorbestellen? Ich dachte, wenn man Blood Patch aus Teil 1 und Teil 2 hat, ist 3 umsonst. Kein Plan, das kann sein. Wie gesagt, mir wurde das dritte noch gar nicht vorgeschlagen. Ich habe mir nur diese Chaos-Dämonen-Fraktion-Sachen, die kommen. So, jetzt schauen wir mal, was jetzt Hellebronn macht. Ach so, ist das Blut was anderes als Chaos-DLC mit den 4 Neuen? Ja, es gibt quasi... Warum gibt es das Blut-DLC? Folgendes. Das ist recht albern, ja. Es ist richtig, richtig albern. Das Blut verändert die Altersfreigabe von dem Spiel. Und damit das Spiel quasi mit einer geringeren Altersfreigabe rauskommen kann und da weniger Aufwand dahinter ist, ist das Blut quasi ein extra Add-on, damit du das Spiel halt ab, ich glaube, ich weiß nicht, ab wann es ab jetzt so quasi freigeschalten ist, aber 12, ja. Und wenn du halt Blut drauf hast, dann ist das halt ab 16. Aber Spiele, die ab 16 sind, dürfen nicht kostenlos sein in Deutschland. Und deswegen hat es quasi diese 2 Euro oder diesen 1 Euro, die es kostet, das einfach nur, weil es nicht kostenlos sein darf, weil es halt unten halt ab 16 ist. Ja, was tatsächlich niemand so recht kapiert, ist, warum es erst 6 Monate nach Release diesmal kommt. Weil normalerweise war das recht direkt zum Launch eigentlich da. Das hat tatsächlich niemand so ganz kapiert. Das haben sie, glaube ich, auch nie gesagt, was diesmal die Schwierigkeit daran war, es direkt zu bringen. Außer halt allgemein, Spielentwicklung ist immer schwierig und man weiß oft, stellt sich gewisse Dinge gar nicht vor, die aber in Wirklichkeit viel komplizierter sind, als man denkt. Als Vorbesteller bekommst du es umsonst, ja, aber dann hast du quasi dafür bezahlt rechtlich, weil du vorbestellt hast. Sie können es aber nicht einfach nur so alleine bei Steam reinpacken. Aflid, Halvator, Mammutreiter wieder, ey. So, warte mal, kann ich eine Armee anfordern? Kann ich mir diese Armee jetzt einfach nehmen von ihm?
Die ist ja nicht geil, aber es ist halt eine zweite Armee. So. Wir machen jetzt Erziehungsmaßnahmen. Oh, ich kann nur eine Armee anfordern, die buchstäblich aus einem Menschen besteht. Madness fills the air. Oh, ich kann jetzt diese Stadt mit Morati drin angreifen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Das kann ich dir nicht beantworten. Ja. Ja. Hm. Ah, dass die übergelaufen sind, das ist ein bisschen nervig. Northman, yes! Das macht mir ein bisschen mehr Arbeit, als ich eigentlich gedacht hatte. Hat sich halt gar nicht angreifen. Oh, ich glaube, ich komme gerade rein. Aber Hellebronn ist halt so stark. Mich hassen alle Dunkelelfen-Fraktionen, die ich bis jetzt gefunden habe. Kurze Frage, wie bekommt man Early Access? Musste man sich dazu anmelden? Dafür musst du im Total War Partnerprogramm sein. Darauf kann man sich bewerben. Yes, yes. Ich glaube, ich muss es schon weiter mit einem Hinterhalt probieren gegen sie. Hallo, der schmeckt doch. Vielleicht, wenn sie dann nämlich zurück nach Hause will. Mal schauen, was sie jetzt macht. Versuchst du sie abzufangen auf dem Weg nach Hause? Ja, genau. Ich muss irgendwie, Also sie ist jetzt in einer für mich ganz günstigen Position. Es ist nur diese eine Armee da. Aber die ist halt gerade in einer Stadt. Und die ist ja eh schon stark, weil Hellebronn selbst einfach so krass mächtig ist. Ich glaube, die hockt da jetzt auch einfach nur. Das ist ein bisschen schäbig. Die macht halt nichts. Ja, die ist jetzt einfach, die hockt jetzt hier in dieser Stadt. Wahrscheinlich macht sie gerade ein Blutbad. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, ich kann sonst halt die gefrorene Stadt mir zurückholen, natürlich. Das geht ja auch noch. Was möchte Wulfric? Ja, handeln. Gib mir Geld. Alter! Der kommt jetzt wirklich wieder. Ich hatte die schon ausgelöscht. Und von dem einen Dude, den wir überleben haben lassen, rennt der jetzt komplett durch meine Gebiete. Aber welch schöne Geschichte eigentlich. Er war quasi der letzte Spross seines Volkes. Was schöne Geschichte. Die waren weg. Das waren Rebelle. Das war eine Rebellion. So. Ich gehe gar nicht. Also wirklich. Das geht gar nicht. Ich hasse mich gerade so sehr, dass wir den nicht getötet haben vorher. Das war so dumm. Aber du meinst, das hier kriegen wir? Das ist ja nochmal viel stärker als vorher. Müssen wir. Der rennt mir da meine Sachen ein. Und meine Armee ist nicht da, weil ich muss mich um die anderen kümmern, die gegen mich rebellieren. Und meine zweite Armee im Aufbau ist dabei, aber ich kann irgendwie nur 2 Einheiten rekrutieren pro Runde. Hast du mal drüber nachgedacht, dass vielleicht... Nein. Wenn alle gegen dich rebellieren, dass deine Herrschaft vielleicht auch irgendwie... Also, dass das auch was mit dir zu tun hat? Können wir Verbündete auch verbrennen? Chat? Ja, Hellebronn ist dabei. Die macht das schon. Die hat Sigwald schon einmal verbrannt. Vielleicht hast du das verdient. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Ja. Dass du das vielleicht verdient hast.
Was? Sigvald, der oberste Feminist der Warhammer-Welt? Wie kann er das verdient haben? Der oberste Feminist der Warhammer-Welt. Er hat sich immer nur für Gleichberechtigkeit und eine progressive Gesellschaft eingesetzt. Und hat nur auf die Fresse gekriegt dafür. Also ich finde das auch ein bisschen unfair eigentlich. Armer Kerl. Ja, ja, sehr arm. Oh Gott, die kommen von zwei Seiten. Ja. Ja, keine Chance, das werden wir nicht gewinnen. Nee. Fürchte ich leider auch. Haben wir vergessen. Dankeschön, Bratkartoffer, für die 14 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Ja, Rückschläge an manchen Fronten. Ich habe so gewebert. Nee, das ist einfach nur dumm. Wir hatten die Schlacht gewonnen. Ich hätte es nur durchlaufen lassen müssen. Ich habe einfach gedacht, dass der tot ist. Ich habe einfach nicht mitgedacht, dass der flieht und dass der hat alleine überlebt und hatte in der Runde drauf plötzlich eine volle, gesunde Armee, inklusive selbst gesund zu sein, die stärker war als die Armee, gegen die wir gewonnen haben. So. Auch ein bisschen absurd, ja. Also es ist halt super stupid und damit habe ich halt nicht gerechnet, sonst hätte ich das ja anders gemacht. So, sonst wäre das ja niemals passiert. Und jetzt ist das, was mir hier einfach zum Verhängnis, also es ist halt einfach nur, nervig. Ich kenn's, ich habe ja auch vorher meine Armee auch einfach aus Dummheit in den Sand gesetzt. Das ist, das habe ich irgendwie völlig falsch gedreht. Aber er hat's Gott sei Dank nicht niedergerissen, sondern nur geplündert. Das ist richtig nervig. Ist Sigvald nicht der Schnösel, der eine eigene Leibwache aus Chaoskriegern hat, die alle Spiegelschilder tragen, ja, damit genau. Er sich auf dem Schlachtfeld 24/7 selbst anglotzen kann, das ist nicht so geil. Du sagst das so wertend, Lord Kategur. Ich finde das gar nicht so, also wie du das, manche behaupten das, viele würden ihnen zustimmen, einer würde stark widersprechen. Ja, genau, aber der eine ist ja der Einzige, der zählt. Du sagst halt, warum sagst du das? Und dann bestätigst du mit deiner Aussage das, was gesagt wurde. Warum sagst du das? So, nächste Loyalität kritisch. Wundervoll. Überflutung in Quintex. Wundervoll. Oh. Hä? Warum ist er denn hier an Land gegangen? Ich habe die Stadt angedrückt. Wir müssten einmal bitte neu starten, weil sonst verliere ich noch eine Stadt. Ich habe eine Stadt angeklickt und meine Einheit ist auf dem falschen Land an Land gegangen und läuft jetzt quasi. Also ich weiß nicht genau, was das gerade ist. Ich bin halt im Wasser neben meinem Hafen, drück auf Graufelskap und meine KI sagt sich, also mein Charakter, statt dass er einfach in die Stadt reinfährt, weil wir auf dem Wasser sind, geht einfach auf der falschen Seite wieder an Land und berechnet mir den Fußweg komplett zurück. Das ist hart. Ja, ich glaube, wir sind sowieso für heute am Ende. Ah, es ist ja 17:58 Uhr, du musst ja los. Weil, du ja auch. Du hast ja auch noch ein weiteres Programm. Aber das ist jetzt echt ärgerlich. Also, so auf... Ja, aber das ist spannend für die Leute. Cliffhanger. Wir haben beide komplett gefailt. Können wir daraus nochmal rauskommen, ist die große Frage. Komplett. Also ich habe meine Föderation einfach nicht optimal runtergespielt. Ich bin ja trotzdem doppelt so groß wie davor. Also ja, ich möchte dich da jetzt nicht in Verlegenheit bringen. Also du hast vielleicht komplett gefailt, aber ich habe nicht komplett gefailt. Also was soll das denn? Ich habe jetzt hier Hellebronn, ihre zweite Armee ist weg und sowas. Was soll das denn jetzt hier werden? dann enden wir hier mit... Direkt morgen, 14 Uhr, geht es mit zwei glorreichen Triumphen weiter, weil wir offenbar beide perfekt positioniert sind, um ab jetzt nur zu gewinnen. Ja, ab jetzt nur gewinnen.